Einen wunderschönen guten Nachmittag, Freunde der gutbürgerlichen und nach bestem Wissen und Gewissen virtuell Realismus vortäuschenden Landwirtschaftsfamilie bei der fast täglichen Farmsim-Show auf meinem Kanal. Mein Name ist Paul und mit mir dabei der irrsinnige Rainer. Guten Abend. Hallo Karl-Heinz, hallo Nightcloak, Agrar Felix, moin. So, jetzt gib mir mal bitte direkt Feedback wegen dem Bild. Das ist jetzt nicht mehr dieser Grünstich, ja? Ich hoffe, dass, weil mir gefällt es nämlich jetzt gerade auf dem Screen auch sehr gut und das ohne Nvidia Shader noch zu machen. Ich hoffe, das passt für euch. Master of Disaster. Nein, nur Master Disaster. Moin. 804, hi, Basti. Nee, der Himmel ist so blau, blau, blau. Okay, sehr gut. Nee, dann ist sehr gut. Hey! Andreas, grüß dich. Okay, dann bin ich ja schon mal zufrieden. Dann haben wir das ja jetzt schon mal, das Problem schon mal geklärt. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir das hinbekommen, dass im Schatten Silber und so nicht so glänzt wie Chrom. Da ist irgendwie das Glänzen von dem Material irgendwie so komisch. Wie kommt es nicht auf YouTube? Boah, ich bin auch schon lange jetzt auf Twitch, weil mit meiner Bambusleitung das Bild beim Stream einfach schöner ist als bei YouTube. Also wenn ich das dann hier nachher hochlade, ist sogar die Qualität immer noch besser, als wenn ich direkt live streame bei YouTube. Wenn ich mal eine bessere Leitung habe, dann können wir vielleicht auch wieder auf YouTube gehen. Aber im Moment, gerade wenn ich euch was zeigen möchte oder so und dann alles so verwaschen ist, dann bringt das halt nicht viel. Kannst du mal was Knallrotes zeigen? Ey, jetzt ist aber hier. Du stellst aber Ansprüche. Da hast du was Rotes. Hasi. Paraderos, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir auch. Ah, okay. Ich wusste gar nicht. Ist das so lange schon her? Echt? Boah, okay, wann ist denn die Ostsee rausgekommen? Das ist schon ewig her, ne? Vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Ja, stimmt. Und dann haben wir wann haben wir angefangen auf Twitch? Das war danach, ne? Das war auch irgendwie so. Ja. Ja, stimmt, das kann sich überschnitten haben. Nee, das war wirklich, also es war halt grausam. Ich habe mit 1440p gestreamt und trotzdem war halt alles total, total baba, weil ich nicht genug Kilobit gedrückt bekomme. Das ist nur das Relight, Hasi. Und der, wie gesagt, der Nastus Shader. Und ihr dürft halt auch nicht vergessen, das ist halt bei mir am Screen, sieht es halt immer noch ein kleines bisschen anders aus als bei euch im Stream, ne? Das kann man halt nicht ver. Ich habe was haben wir letztens gemacht? Das Grün. Ist irgendwas mit Grün runtergedreht. Genau, das Grün ein bisschen runter und ich glaube auch das Rot ein bisschen runter, weil das mit dem Relight ja immer so rötlich war. Das erste Mal habe ich, glaube ich, nur was anderes runtergedreht und da war das ja so ein CSI Miami-Style. Und dann, ich hatte halt einfach einen Regler zu wenig runter gemacht. Nee, nerven tut's nicht, du. Auch wenn es dann nervt, wie ist denn so der Status im Team? Gibt's was Neues? Ja, neblig, das diesige, das ist normal. Also das ist durch dieses Gedönse hier, Exposure, Geklöse, Dingens und so und die Fern. Also das mir gefällt es hier wirklich so richtig gut, so wie es ist. Aber was gibt's Neues? Ja, dann hast du ja gar nicht mitbekommen, was jetzt alles so mit Terra Life Alpha und so schon am Start ist und so, ne? Denke ich mal, oder? Wenn du so komplett noch nicht dabei warst, dann pui. Ist fast einfacher, ein paar Streams nachzugucken. Noch nichts mitbekommen. Oh. Und da gebe ich mir immer so viel Mühe mit dem Spoilern. Seit 4 Tagen erst wieder. Also. Hat es ein tiefes Loch? Ja, das kenne ich.
Also neben Terra Live kann ich sagen, dass wir wahrscheinlich nächste Woche die 25 voll machen. Das heißt, dann sind wir 25 Leute im Team. Und der eine hat mehr Bock als der andere. Es ist richtig, richtig toll. Wir haben richtig nette Leute da, die sich glücklicherweise alle untereinander verstehen und alle auch gegenseitig bei ihren privaten Projekten unterstützen. Und wir haben im Moment wirklich richtig viel Power, und können sehr viel umsetzen. Also es war früher war es halt so, du hast eine Idee und hast du besser nicht gesagt, weil konntest du eh nicht umsetzen, und jetzt hast du eine Idee und am nächsten Tag kriegst du es schon auf die Platte, so nach dem Motto. Es ist unglaublich und wirklich verrückte Ideen. Richtig coole Sachen. Also das Terra Live wird halt wirklich richtig cool. Aber würde ich wirklich sagen, schau dir mal so die zwei Streams an. Das war ja, glaube ich, ist ja, glaube ich, heute der dritte Sonntag. Meine ich. Ja, müsste heute der dritte Sonntagsstream sein. King Max, moin. Gucken wir mal den jetzt hier vernünftig ausgerichtet haben. Ich muss da, glaube ich, noch zweimal drumherum fahren, dass das hier noch passt. Ich komme ja immer hier mit diesem Enhance-Dingens. Nee, es ist, also es ist, weil es ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig zu viel, um das jetzt alles so zu wiederholen, weil es ist so unglaublich viel, was mit Terra Live kommt. Und wir haben gefühlt noch gar nicht über die größten Sachen gesprochen, und trotzdem fühlt es sich schon an, als wäre es, ja, ist ein bisschen erschreckend manchmal, Rainer, ne? So, also. Wo man halt so auch gar nicht mit rechnet. Alpenjäger, einen wunderschönen, ich grüße dich. Skycrush, holla. Okay, irgendwie habe ich jetzt hier was verbettelt. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Moment. So. Dann Arbeitsbreite wurde neu berechnet. Mach mir die Spuren. Folge den Spuren und gib Gas. Klaus Hauser, Servus. Ich hatte. Und was sagst du, Terale? Ja, das, was wir haben bislang, das läuft ziemlich gut. Aber wie soll ich das jetzt beschreiben? Also das geplante Terra Live hat ungefähr, oder die Horse Extension und das Terra Live, was wir im 19er mal so vorgestellt haben, ist ungefähr so 5 bis 10% von dem, was wir für Terra Live für den 22er geplant haben. Aber das, und wir zeigen vielleicht so 10% davon in den Streams. Das, was wir aber jetzt erreicht haben, ist mal eben doppelt so viel, wie wir ursprünglich gedacht haben. Also klingt jetzt irgendwie doof, ist es auch irgendwie, weil ich weiß nicht genau, es zu beschreiben. Es sind halt oft Sachen, so kleinere Sachen, die du vielleicht gar nicht so wahrnimmst. Da steckt ein immenser Aufwand an Scripting dahinter. Und dann sind größere Sachen, also die Sachen, die optisch so halt viel mehr auffallen, die dann gar nicht so viel Arbeit waren. Und das alles in eine vernünftige Aussage zu kombinieren, ist halt wirklich schwierig. Ich kann halt nur sagen, ich habe mir nicht erträumen, zu erträumen, zu wagen, oder ich habe mich nicht gewagt zu erträumen,
was ich damals mit MySplus und TerraLife im Kopf hatte. Im Verhältnis zu dem, was jetzt durch dieses unglaublich grandiose Team möglich ist umzusetzen. Wir haben im Prinzip keine Limits mehr. Also das einzige Limit, was wir haben, sind halt die Sachen, die Engine limitiert von der Performance. Aber von der Umsetzbarkeit her geht halt viel. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir die Sachen im 22er zusammenpacken, die sehr essentiell sind und zueinander gehören, und Sachen, die vielleicht auch klasse wären, aber performancemäßig nicht machbar sind, dann für den nächsten LS verschieben. Robert, Nabend, Alfisti, hi, Passerati, moin. Das heißt, also wir haben auch bekommen auch durchaus Unterstützung von Giants, aber jetzt nicht wir speziell alleine, sondern Giants hört halt schon sehr, was so in der Community gesagt und gemacht und berichtet wird. Und dadurch macht das auch sehr viel Spaß, dass du halt siehst, es wird wahrgenommen, was du machst. Nur der Horizont ist die Grenze. Ja, so in etwa schon. Also im Prinzip die IT-Technik ist im Moment die Grenze, ne? Wir wollen es halt so haben, dass nicht jeder einen High-End-PC haben muss, um das spielen zu können. Aber andersrum, dass du halt, wenn du einen High-End-PC hast, das auch hochschrauben kannst. Aber andersrum ist halt das Problem, die Server sind natürlich auch ein begrenzender Faktor, weil es muss auch Multiplayer synchronisiert werden. Das heißt, da ist im Moment für uns das Limit, wenn es nicht im Multiplayer geht, können wir es nicht machen oder können wir es noch nicht machen. Ich hatte im letzten Stream, ich glaube im englischen Stream, gezeigt, die verschiedenen Texturen für Carbokalk, Carbokalk flüssig, Kompost und all sowas. Also wir haben das jetzt auch das Problem gelöst, dass man keine neuen Spray-Types und keine neuen Ground-Types hinzufügen könnte. Das haben wir gelöst. MG94, moin. Ace, hi. Und noch ganz viele andere Sachen, wo wir halt vorher einfach nicht weiterkamen. Und ja, wirklich, also ganz viel Liebe geht da ans Team raus. Also ich bin wahnsinnig stolz, so eine tolle Truppe zu haben, die in erster Linie freundlich, hilfsbereit, engagiert und sehr, sehr bereit ist, sich auch aus der bislang für sie bekannten Blase rauszubewegen. Ich nenne immer als Beispiel Achim Mobil und mich. Achim hat nichts mit MySplus zu tun gehabt, ich nichts mit Produktion. Und wir haben halt festgestellt, dass das, was der andere macht, gar nicht so doof ist. Und dass man zusammen halt echt coole Projekte machen kann. Und das ganze Team sozusagen voneinander, miteinander lernen kann und zusammen wachsen kann. Deshalb, wir haben ja auch ein paar Leute aufgenommen, die jetzt nicht irgendwie so die großartig super tollen Fähigkeiten haben. Also jetzt, die schon seit Jahren in Modding-Teams sind oder so, aber die quasi auch neu anfangen, aber halt Bock haben, was Neues zu lernen. Und wenn du dann in ein Team kommst, wo die Leute miteinander arbeiten, dann hast du alle so, wie soll ich das sagen, alle den gleichen Spirit oder den gleichen Workflow, oder wie sagt man dazu? Rainer, was sagt man dazu, wenn alle so ein bisschen... Keine Ahnung. Also, ich glaube, so Spirit ist so das, was da am nächsten rankommt. Nur jetzt in Bezug auf Blender halt, dass das im Prinzip alle den gleichen Lehrvater hatten, die gleichen Tutorials geguckt haben, nach der gleichen Weise bauen und texturieren und sowas alles. Das ist halt wirklich toll. Das ist Ölrettich, was ich hier schreddere. Agiberg, Karl-Heinz, Dankeschön für deine 5 Geschenkabos. An Country Life Germany. Ah, Peter hat wieder eins abgekriegt, wie geil. Der David, Dani, Passerati und Alpenjäger. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Karl-Heinz. Wir haben den Ölrettich bearbeitet. Das hat Robert gemacht. Und Björn, die zwei machen halt so Texturen und den ganzen Kram. Und wir haben halt gesagt, ist blöd, wenn du den säst und der erste Aufwuchs ist dann halt direkt ausgewachsen.
Und wenn du ihn mulchst, hast du halt nur so eine blöde Textur. Das heißt, wir haben jetzt drei Wachstumsstufen im Ölrettich drin. Faultier Gaming, na Abend. Wir haben jetzt drei Wachstumsstufen im Ölrettich drin und haben halt auch, wenn du es mulchst, hast du auch Stoppeln und hast dann auch grünes Zeug auf dem Boden liegen und so. Die Texturen von dem, was auf dem Boden ist, von dem geschredderten, die sind noch nicht final, ne? Fahr mal Alf, moin. Also was ihr hier so an Texturen seht, das ist noch nicht alles final. Wichtig ist, dass die Mechanik dahinter funktioniert. Das ist im Moment unsere Priorität. Erstmal die Mechanik am Laufen haben. Wir haben zum Beispiel eine Textur. Warte mal, das müsste man eigentlich noch sehen können. Ach ja, klar, das kann man ja noch sehen. Pass auf, kann ich dir zeigen. Warte mal, wie kann man das am besten sehen, wenn ich das, Moment, Flugmodus, das, das. Stimmt, ja, habe ich ja im Englischstream gezeigt. Hier sieht man die unterschiedlichen Texturen von Kompost, dann Carbokalk gestreut, der normale Kalk, dann ist hier neben der Carbokalk flüssig. Bumm, was das jetzt ist, weiß ich gerade nicht. Und wir haben halt bei vielen Sachen, wie jetzt zum Beispiel hier. Nee, das ist versprungen. Okay. Ah, doch, dazwischen kann man es noch sehen. Moment. Hier siehst du ja auf dem Boden so eine grüne Textur. Die bekommst du halt, wenn du in das Grüne reinsäst, dann hast du hinter der Sämaschine auch noch die Blätter und so ein Kram liegen. Aber wie gesagt, die Texturen sind halt alle noch Alpha, ne? Also da werden wir in den nächsten Monaten noch einen Ganzteil dran verbessern. Wir haben halt auch bei einigen Sachen zwar die Pfade und alles ist schon entsprechend angelegt, aber wir haben dann die gleiche Textur. Einfach nur, dass wir wissen, dass wir eine Custom-Textur machen können. Und ja, ihr müsst ja auch nicht immer alles direkt mitbekommen, wo wir eine neue Textur haben oder wo was Besonderes kommt. Das haben wir dann so ein bisschen als um den Spannungsbogen etwas erhöhen und halten zu können, wird das dann mal später gezeigt. Falco, moin. Und wir haben halt auch jetzt wieder eine extrem geile Stoppeltext-Zerstörung oder Fruchtzerstörung, die fast ohne Skript im Moment schon fast mehr kann als unsere alte. Aber da kommt halt auch noch das Skript dazu. Ach, Scheiße, Entschuldigung, Moment. Mein Headtrack ist wieder auf Default gesprungen. So. Das heißt, da kommt auch noch eine ganze Menge. Und ja, wir nehmen euch halt hier bei den Streams dann immer so mit. Das Wachstumssystem zum Beispiel, ne, was ihr hier so kennt, dieses Wachstumssystem, vergesst alles, was ihr darüber bislang gelernt habt. Wird komplett neu gemacht. Wir haben komplett neues Wachstumssystem, komplett neues Animal-System. Dann natürlich auch die neuen Tiere, wo wir uns aber auf Kühe, Schafe, Schweine, Ziegen, Hühner, was habe ich vergessen? Pferde. Pferde beschränken, weil wir möchten halt gerne Qualität und nicht Quantität liefern. Also das heißt, dadurch, dass das ganze Animal-System und Fütterungssystem ja auch komplett neu ist, wird es da interessante Sachen geben, aber Katzen, Meerschweinchen, Karnickel, Enten, sowas, das brauche ich nicht. Also ich verzweifle gerade beim Gras, das ist wieder mal so viel Brain-Arbeit. Ja, billig wird das eh nicht. Ich glaube, wenn wir unser Teamtreffen haben, ich glaube, dann müssen wir auch in Hektoliter rechnen beim Bier und in Doppelzentner beim Fleisch. Ich glaube, da kommt man mit Liter und Kilo nicht mehr aus. Es macht auch im Moment so wahnsinnig viel Spaß, dass
jeder im Team mehr oder weniger ja eine Aufgabe, einen Bereich hat, und so viele Sachen parallel im Moment laufen. Das ist wirklich total toll. Steak für Robert, Eiweiß ist gut fürs Hören. Er sitzt ja an der Quelle. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Kann er sich zu später Stunde dann zu Gemüte führen. Nee, ist wirklich, also ne, ein riesengroßes Dankeschön und ich habe euch lieb ans Team und auch ein riesengroßes Dankeschön und ich habe euch lieb an die Community, die wirklich zu 99,9% mit konstruktiver Kritik und Vorschlägen und Ideen und Feedback uns halt auch hilft. Und riesengroßes Dankeschön und ganz viel Liebe auch an Giants, die uns halt auch im Rahmen des Community-Managements sozusagen unterstützen. Also da wirklich auch ganz toll zeigen, wie sehr sie auf die Community und so eingeht. Das wäre halt ohne das alles zusammen nicht möglich. Ich bin da wirklich mega stolz drauf. Und jeder im Team hat das gleiche Recht, stolz zu sein und zu sagen, dass er Teil von TerraLife ist, weil wir das wirklich nur als Team hinbekommen. Und das ist nicht mehr so eine Ein- oder Zwei-Mann-Show wie mit MaisPlus. Das ist jetzt wirklich richtig geil. Und wer es nicht mitbekommen hat, gestern hat Sam auch wieder gestreamt. Wir haben gestern hier auch auf der Küste gespielt. Sam scheint sehr angetan zu sein von dem, was wir so fabrizieren. Und ich hoffe, dass er wieder Spaß am LS und Spaß an anderen Sachen findet. Weil das ist halt sonst schon ein großer Verlust, finde ich, menschlich wie auch modding-technisch. Aber ja. Ein Ernst. Was ist? What happened? Verkehr. Ach nee, ne? Wieder mal. Sam sagte gestern, dass unten an der Kreuzung, die, wo es zu mir und zu dir geht, ne, dass er da immer so Ruckler hatte, dass es da ziemlich... Und dann habe ich gesagt, das ist auch da, wo immer der meiste Traffic Jam ist, ne, wo immer die meisten Unfälle passieren. Ich glaube, da kommen auch die verschiedensten Verkehrsrichtungen zusammen. Ja, und hier diese T-Kreuzung an der Biogasanlage. Ja gut, die ist auch... Ja. Schön. Also, ich kann ja mal gerade für die Leute, wann haben wir nochmal letztens deinen Hof gezeigt? War das bei einer Stunde 30? Ja, irgendwie so um den Dreh, ja. Im Englischen oder im Deutschen? Ich weiß es nicht mehr genau. Im Deutschen, das war der erste Alpha-Stream. Ah, genau, im ersten Alpha-Stream, genau, bei einer Stunde 30. Aber da hat sich ja seitdem schon wieder was geändert. Jetzt fahr doch! Das zeigen wir dann später. Also für die Leute, die jetzt so quer eingestiegen sind oder so, nur mal so kurz, um zu zeigen, was wir momentan hier an Früchten drin haben. Wir werden nachher irgendwie so um die 60, 64 Früchte haben. Aber in jede Map kommen maximal 40 Früchte, weil jede Karte unterschiedliche Eigenschaften und Feature bekommt. Also die Holzer, die ist ja im Süden, oben am Tegernsee, die wird halt andere Früchte haben, als jetzt die Bergisch Land, die ja mehr hier ist, oder wird andere Früchte haben als die Eifler Land, die irgendwo so ja dazwischen liegt, und andere Sachen haben als die Thüringer. Ne, das heißt also, das, was jetzt hier steht, sind nicht alle Früchte, die wir haben, aber es sind die Früchte, die wir momentan testen. Und zum Beispiel, es kommt halt noch Sommergerste dazu, es kommen noch Futterrüben dazu, es kommen hier bei den Greenings, bei den TerraLife-Mischungen kommen noch welche dazu. Es kommen bei den Gräsern kommen noch welche dazu. Und da haben wir schon eine verdammt große Menge an Zeug. Also das Kräutergras zum Beispiel ist speziell für die Holzer, für die Bio- und Heumilch. Was da halt großes Thema sein wird. Wir haben den Senf, das Elefantengras. Hier unten die Sachen, die bleiben so erstmal drin, damit alles vernünftig läuft.
Hast du schon mal weiße Lupine am Feld gezeigt? Nee, habe ich noch nicht gezeigt, weil die Textur halt mega Alpha ist. Und die. Außerdem ist auch noch nicht die Zeit für Lupine. Nee, ich hatte das auch. Ich wollte ja, die eine Tour wollte ich ja Lupine dreschen. Hatte ich ja ge-F11, aber die ist halt super schwer zu machen, die Textur. Und da warten wir noch auf Input. Das heißt, es ist mehr oder weniger so ein Placeholder. Und die wollte ich dann jetzt nicht so direkt zeigen. Aber wie gesagt, sie ist hier drin. Textur haben wir auch, aber die wird halt noch verbessert. Serofa, Nabend. Ja, und dann haben wir halt bei den. Und wann kommt das gut? Okay, ich beantworte mal ganz kurz. Ich beantworte mal kurz ein paar Fragen, die auch so unter den Streams immer gestellt werden. Warum? Weil wir es können und es geil finden. Wann? Wenn es fertig ist. Wer? Das komplette Team. Wieso? Wie gesagt, weil wir es gerne haben. Kann ich vorab Zugang haben? Nein. So, ich glaube, damit habe ich die wesentlichen Sachen. Ach so, und danke für die Leute, die gesagt haben, dass sie geil finden, was wir machen. wird es Ackerbohne gehen? Das weiß ich nicht. Sojabohne Soja ist ja da. Und wir müssen mal gucken, ob das nötig ist, dass man noch zusätzlich was nimmt, was eigentlich schon in dem Sinne da ist. Große Frage ist halt, wie es aussieht im Winter, was mit Giants, mit dem Gemüse kommt, mit den Möhren und so. Wenn die Richtung Plöger und Gemüsebau gehen würden, wäre halt Grünernte von Bohnen und Erbsen halt super spannend. Bräuchten wir das nicht zu machen. Wir würden, wenn, nur die Dresch-Variante machen, weil wir keine Erntemaschinen dafür haben, für das andere. Und wenn wir eine Dresch-Variante machen, dann würden wir halt nur noch zwei oder drei Sachen zu dem machen, was wir eh schon haben, wie zum Beispiel Soja und halt Lupine und so, ne? Björn, Servus. Björn 78. Oh, das ist nicht unser Björn. Das ist nicht BGO. King Max, unter dem Kreditzeichen das Logo mit dem Duiker und dem Tieren ist, was ist das für eine Funktion? Das hier? Das ist das neue Animal-System. Also, das ist hier auf dem Server im Moment noch nur die Blablub-Version. Also, das sieht zwar ähnlich aus, aber es ist anders gegliedert. Hier werden, wenn ich jetzt hier mehr schon eingetragen hätte auf dem Server, was ich noch nicht habe, könntest du hier halt, kommen hier glaube ich so 60, 70 oder 80 Slider hin. Das heißt, wir können endlich ein Futtermittel nicht nur auf durch vier Wertigkeiten teilen, sondern dann können wir das auf 70 oder 80 machen, was halt sehr speziell ist bei bestimmten Rassen, ob du Milchvieh oder Mastvieh hast und so weiter. Das wird halt noch angepasst. Achim ist hier im Moment noch dran, was wir hier mit den Sachen anzeigen und so. Du kannst halt hier dann auch draufklicken, welcher Slider was da reinkommt, ne? Dass man das direkt auch in der Übersicht hat, dass man weiß, was man da reinfüttern muss. Ich habe im Moment keine Kühe mehr, also nicht wundern. Ich habe einen Stall abgerissen und einen anderen Stall hingesetzt. Da kommt noch weil ich da ein bisschen besser erklären kann. Und im Moment haben wir, wie gesagt, ja nur die Alpha-Sachen hier drin. Aber das ist halt das Neue. Also hier ist auch kein Q-Zeichen mehr oder so, ne? Seht ihr ja? Das ist das neue Animal-System. Aber was ich zeigen wollte. Scheint ein Hybridschwein zu sein, halb Schwein, halb Rind. Was? Wo? Wo? Wo, das hier? Was wir halt haben, sind halt, es kommen halt auch noch neue Sachen dazu. Hier stehen auch noch nicht alle drin. Also zum Beispiel bei den Kartoffeln tut sich noch was. Da kommt nachher noch Kartoffelpülpe dazu. Zuckerrüben kommen halt die Futterrüben und Futterrübenschnetzel dazu. Karotten kommt wahrscheinlich auch noch Karottenpülpe dazu. Die Zwiebeln, Raps, Leinsamen. Dann haben wir jetzt für jedes Gras, für jeden Klee, für alles haben wir eigene Silagen und eigene Fill-Types. Also das heißt, hier hat alles das Pferdeheu, das hat es ja auch, aber jetzt hat das Feldgras auch eigene Fill-Types, das Kräutergras, das Weidegras. Wir werden zwei Mischsilagen dabei haben. Wir haben die Strohsorten alle einzeln. Das heißt, auch da werden sich in den Wertigkeiten und Verwendungszwecken die Sachen unterscheiden.
Unser Maisstroh und die Maisstrohsilage kommt wieder, was gerade mit Göweil und Biogasanlage sehr interessant ist. Der Grünschnitt kommt dazu, Carbokalk und flüssiger Carbokalk, der Kompost, die Mistsorten werden einzeln unterteilt. Also Pferdegülle wird es natürlich nicht geben. Das ist jetzt nur einfach, damit wir das der Vollständigkeit halber haben. Getreideschrot, Rapsschrot, Sonnenblumenschrot. Ja, das ist halt der ganze Kram. Was sagst du, die einzelnen Getreide? Doch, du kannst für die Vermehrung kannst du die Luzerne dreschen, den Klee dreschen und das Feldgras kannst du dreschen, das Ackergras. Dadurch, dass wir ja mit DSV unseren More Realistic Seeder Plus haben wir die einzelnen Saatgüter für die Sachen und Z-Saatgut Nachbau geht halt nur mit Nachbau-Lizenzgebühr und da du das ja eigentlich nicht hast, also produzierst du dieses Saatgut ja nicht nach. Ne? Aber wenn du jetzt Klee oder Luzerne drischst, wirst du das nicht selber säen können, sondern du musst es dann halt sozusagen verkaufen für die Vermehrung. Zu was verwendet man Maisstroh? Das wird in der Biogasanlage tatsächlich für einen Fermenter benutzt, um noch mehr von der Maispflanze zu verwenden. Also es wird ziliert und musst du mal gucken, wenn du Göweil und Maisstroh eingibst, da gibt es Lohnunternehmer, die sowas machen. Passen sich die Verkaufsstellen an, beziehungsweise der verschiedenen Güllen und Mist, oder muss das händisch musst du nichts in die Map verbauen, weil wir die Map ja komplett liefern. Das sind ja unsere Maps. Das heißt, alle Verkaufsstellen und alle Sachen, die da drauf sind, sind ja automatisch auch eingetragen und dabei. Und weil jede Karte unterschiedliche Sachen hat, haben wir natürlich auch alles unterschiedlich eingetragen. Und da wir ja glücklicherweise Revamp, die Revamp-Jungs, also an Andreas, den Achim und den Micha im Team haben, also Achim Mobil und Braven, werden wir halt auch Revamp als Dependency machen. Passen sich, das hatten wir. Was war denn jetzt gerade das andere? Achso, genau, pass auf. Genau. Kann ich ja mal kurz jumpen hier. Weil glücklicherweise habe ich beim Händler ja was vorbereitet. Oder einfach noch da stehen. Also um mal zu gucken, was wir im Moment hier an Saatgütern, Pflanzgütern haben, habt ihr hier mal die Schilder. Ich gehe da mal so langsam dran vorbei, dann könnt ihr ja so ein bisschen zur Not entweder nachher im Video anhalten oder so, damit ihr wisst, was dann da schon mal jetzt da ist. Wie gesagt, das sind im Moment nicht alle. Das sind nur die hier auf der Karte sind. Und da haben wir noch eine ganze Ecke zu tun. Demian, moin. Björn, BGO, moin. Tomvi, hi. Warum ist mein LS seit ein paar Tagen so hell? Weil wir das Relight auf der Karte drauf haben. Und weil es jetzt endlich wieder so ist, wie wir das im 19er hatten, auch auf der Bergisch Land mit Modelleicher seinem Seasons Lighting. Weil wir das gerne mögen, dass das so schön in der Sonne auch hell ist und dieses Schatten-Lichtspiel halt da ist. Dieses Dustere, das hat mir nie gefallen. Aber das Problem war, dass die letzten Tage ich ein bisschen daneben geschossen bin. Also heißt, ich hatte zuerst CSI, Miami, Septia, Til Schweiger Stich drin, ne? So diesen Gelbstich. Nee, zuerst war der Rotstich, dann war der Gelbstich und beim letzten Stream war der Grünstich. Und das haben wir dann zum Ende vom letzten Stream dann noch geregelt gekriegt. Und jetzt ist endlich, ja. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen das Relight so anpassen, dass im Schatten, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Na, dass das Silber mehr so chromisch wird. Das glänzt zu sehr. Das ist noch nicht so. Das ist aber auch das Einzige, was uns jetzt noch stört. TerraLife ist selbstständig und sollte ohne Mais Plus gespielt werden.
Ja, es wird, also Terra Life ist alles davon in der Map, außer wir müssen halt für eine Karte vielleicht Gebäude oder irgendwie sowas auslagern, um unter der 1 GB-Grenze zu bleiben fürs Mod-Hub. Weil es ist nicht so, dass du Terra Life in eine Karte einbaust, sondern du baust eine Karte in Terra Life ein. Terra Life hat im Moment um die 800 MB. Alleine, ohne Karte, ohne irgendwas anderes. Nur Terra Life sind ungefähr 800 Megabyte. Wir haben, ich glaube, Björn hat mittlerweile die. Wie, jetzt sind wir beim Blaustich angekommen. Jetzt hörst du auf. Ne, jetzt ist kein Blaustich. Das macht mich nicht schwach hier. Björn ist mittlerweile, glaube ich, bei 800 Bell-Types und sowas. Also, es sind halt viele Sachen drin und halt die neuen Tiere und der ganze Kram. Ne, da kommt halt schon einiges zusammen. Und wir bauen dann halt spezielle Sachen oder spezielle Feature für die einzelnen Maps. Also Terra Life Plus wird alle Feature haben, die Mais Plus auch hatte. Da brauchst du dir keine Gedanken drum zu machen. Also die Feature, die sind auf jeden Fall mit dabei. Es wird kein Mais Plus mehr benötigt, aber die Feature sind alle mit dabei, aber es wird halt noch viel, viel umfangreicher. Feature sind dabei, but this one goes to 11. Ja. aber, boah. Aber es kommen halt viel, viel, viel mehr neue Feature dazu. Und das heißt, man muss dann keine zusätzlichen Skripte oder sowas laden, sondern es ist alles jeweils immer in der Karte verbaut. Genau. Das macht es für uns halt auch einfacher nachher mit dem Fixen und Patchen. Das heißt, wenn jetzt auf einer Karte irgendwas schief läuft, was auf der anderen Karte aber nicht schief läuft, dann musst du nicht immer hier noch Mais Plus Update und dies Update und das machen, sondern wir updaten die Karte und dann ist das alles drin. Und vor allem, es ist auch, wie soll ich sagen, du hast halt als Spieler jetzt die Möglichkeit, du kannst Vanilla spielen, du kannst Vanilla mit dem Enhanced Animal System spielen und hast neue Tiere, oder du kannst mit Enhanced Animal System und Mais Plus spielen und hast das Füttern und alles mit dabei. Also, bei uns gibt es auch vollen Support für das Enhanced Animal System jetzt ab kommender Woche. Das heißt also, wir werden jegliche nötige Anpassungen für das Enhanced Animal System machen, wenn noch was nötig ist. Und der Chisel bekommt halt auch sämtliche Freigaben, um XMLs für Mais Plus anzupassen. Das heißt, ihr könnt halt dann ein bisschen mehr, ne, spielen, und für die Leute, die dann ganz bekloppt sind, so wie wir, Terra Life ist mit unseren neuen Tieren, hat nichts mit den anderen Sachen zu tun, und da ist dann alles integriert. Ne, also so hat man als Spieler ein bisschen die Möglichkeit zu variieren, ob man normal einfach so daddeln will oder mit Enhanced Animal System oder mit Mais Plus und dem Enhanced Animal System oder dann halt die andere Variante, dass es dann halt noch mal etwas bekloppter wird. Offizielle Koop mit Schüssel. Ja, so kann man das nennen. Nightclock. Im Moment. Hours later. Entschuldigung, ich muss gerade, das ist so. Ich muss, ja, das ist nicht gut für meine alte Pumpe. Wichtig ist halt wirklich, dass ihr immer die Möglichkeit habt, mit allem zu spielen, und wäre ja halt auch Schwachsinn, da sich zu verbauen und zu sagen, ne, geben wir keinen Support für oder so, weil es ist halt einfach geil. Mais Plus ist global, Enhanced Animal System ist global. Und das bietet halt ganz andere Möglichkeiten für die normalen Spieler. Warum der Traktor so komische Reifen hat? Niedriger Luftdruck, breite Reifen, Bodenschonung. Aber trotzdem mit dem Profil noch ein gewisses Zug, eine gewisse Zugkraft. Und wenn wir es offiziell machen, musst du nicht rumfuschen. Ja, genau, das sowieso.
Das sowieso. Also das hier den Nightclock-Fusch, den kann ja keiner ertragen, ey. Nee, das ist, es ist halt einfach sinnig, weißt du, es ergibt halt einfach Sinn. Ne, also ich oder wir sind ja immer für miteinander und nicht gegeneinander. Ich freue mich ja über Feature, die andere Leute machen. Könnte die Holzer bitte schnell kommen, damit die Story eventuell noch doch noch bei Sam weitergehen kann? Also die Holzer wird mit Sicherheit nicht vor Weihnachten dieses Jahr kommen und die Holzer wird die erste Map sein, die mit Terra Life released wird. Also vor Weihnachten wird da nichts sein. Schnell ist immer schwierig bei großen Projekten. Ja. Weil tschüss. Außer dass Terra Life halt noch in den Kinderschuhen steckt, ist halt auch die Map ein kompletter Neubau. Hey Schissel, ich hoffe, du bist halbwegs nüchtern und zurechnungsfähig und genießt noch die Kooperation bis morgen, ne? Kannst du auf die Kooperation noch einen trinken bis morgen, wie Nightclub gerade sagte? Ja, meine Kooperation mit dir. Nüchtern, ja, aber mega im Arsch, okay? Also genau das Richtige, um dass du mit in den Voice kommst und dass ich dich diesmal in Verlegenheit bringen kann. So als Katerfrühstück erstmal einen auf den Deckel oder so. Ist Terra Life eigentlich auch in zweimal auf der Ruhr gekentert? Ich fasse es nicht. Wie geil ist das denn? Musstest du dich da mit Alkohol trocknen danach? Master Disaster, was meinst du mit meinst du intuitiv oder dass ich weiß, dass ich kann das Wort jetzt gerade nicht zuordnen, was du da geschrieben hast. Geht denn auch auf der Ruhe paddeln? Naja, Junggesellenabschiede, die nehmen, was man kriegen kann, ne? Also, glaube ich. Ach so, ja, du, Terra Life ist im Prinzip, also es ist ja Terra Life Plus, ne? Das heißt also, alles, was mit Terra Life von DSV, sprich die ganze Ernährung und Instandhaltung des Bodens, das ist ja quasi das Kernthema. Also, Terra Life Plus hat die Ernährung der Tiere und die Ernährung des Bodens. Also das ist Bodenbearbeitung. Wie gesagt, wir arbeiten dran, die verlorenen Seasons Feature und Soil Compaction Feature und das Moisture und Verwittern und alles. Das ist auch alles auf unserem Zettel und soll eigentlich auch alles mit rein, inklusive dem Control Traffic Farming. Weil wir halt auch, komplementär zu Precision Farming arbeiten möchten, weil die halt auch sehr interessiert daran sind. Und es sollen auch mehr Nährstoffe kommen, also Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel, Magnesium, Feuchtigkeitsgehalt soll halt eine Rolle spielen, die Bodenverdichtung eine Rolle spielen, die Art und Weise, wann du welche Bodenbearbeitung machst, durch Novak natürlich das No-Till extremst vorne und so, also das... Weil ich darf ja nichts sagen, Schissel. Das heißt also, Nightclub meinte, eine Kooperation mit Schissel, das wäre ja geil. Und du hast ja gesagt, vor morgen darf ich nichts sagen. Also ist ja dann, heute ist es dann noch eine Kooperation. Weißt du? Es sei denn, du sagst, du hast so gut gesoffen und ich kann es ruhig sagen. Weißt du, der Schissel einer der wenigen ist, die es letztens geschafft haben, im Stream mich wirklich wortlos zu machen. So was geht? Ja, anscheinend schon. Also er hat es geschafft. Ja, der Hannes macht ja im Prinzip auch, versucht ja auch verschiedene Wege und ist auch extremst gut dabei. Also der hat ja auch, ich weiß nicht, wollte er nicht sogar eine Novak kaufen dieses Jahr oder hatte der eine Novak da? Er spricht, also zumindest im Podcast hat er immer mal wieder von der Novak erzählt und er hatte auch schon mal eine zur Vorführung da, ja.
Dir ist das egal? Okay. Wenn dir das egal ist, dann pass auf, dann mache ich das jetzt. Nur damit Nightclock jetzt zu. Also, morgen kommt auf jeden Fall ein Post, weil wir haben keine Kooperation mit Schüssel. Jetzt muss ich nur mal warten, bis Nightclock was schreibt. Und dann muss ich gleich mal kurz Fenster zumachen, weil es hier regnet. Wir haben keine Kooperation mit Schüssel. Schüssel ist offizielles Mitglied der Farming Agency und des TerraLife Teams. Korrekt. Weil wir haben festgestellt, dass unsere Projekte unwahrscheinlich gut zusammenpassen und vor allem passt er halt menschlich wie Faust aufs Auge. Und wer Schüssel ist, der das Enhanced Animal System gemacht hat und noch ein paar andere Mods. Und unser Bavarian Redneck, der sich um die Tiermodelle und so kümmert, passen halt einfach auch zusammen wie verrückt und es ist einfach total geil. Es macht halt richtig Spaß, Leute dabei zu haben, die richtig Bock haben auf so ein Projekt und so. Und ja, also wie gesagt, gibt's morgen Post zu, aber dann ist es jetzt soweit raus. Sprechen beide gescheites. Ja, die reden nicht so komisch österreichisch, Wiener Dialekt wie du. Frage, hat man beim TerraLife auch eine Chance, wenn man in einem Multiplayer-Game nicht jeden Tag online sein kann? Ja, klar. Also, das ist auch so eine Sache. Wir setzen auch eine gewisse Tageszahl tatsächlich hardgecoded rein, dass man nicht unter ein gewisses Minimum kommt, weil wir, wie gesagt, ein komplett neues Wachstumssystem machen, was das halt erfordert. Und ja, mit dem Tierfutter sowieso. Wie gesagt, das ist... Das ergibt sich dann ja automatisch. Wenn du natürlich gewohnt bist, dass du einen Tag Seasons gespielt hast, einen Tag im Monat gespielt hast, wo du den kompletten Monats Futterbedarf an einem Tag dann füttern musstest, ist ja natürlich blöd, aber das wird so halt nicht mehr sein. Also du kommst jetzt schon sehr gut hin mit dem ganzen Kram. Ja, das ist der Plan, Alpenjäger. Dass einige der von uns vermissten Seasons-Feature wiederkommen, aber wir haben jemanden im Team, der gesagt hat, der fand die jetzt auch noch nicht so gut umgesetzt im 19er. Das heißt, er will versuchen, dass wir die besser umsetzen. Das. Sorry? Ich stelle mir gerade wieder die ganzen Hochfolgen. Alles im Weg. Kann Saat auch wieder nicht aufgehen. Das sind Sachen, da muss man nachher on top gucken. Wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal, dass wir eine Map-Basis hinbekommen, die performant läuft, wo alles vernünftig im Multiplayer synchronisiert. Und dann kann man nachher noch an kleineren Features arbeiten. Aber ich kann euch sagen, TerraLife ist ein langfristiges Projekt. Das heißt, das hat mehr oder weniger vor dem 19er angefangen, ist im 19er mit Mais Plus und Horse Extension und so und im Anfang von TerraLife gewesen. Jetzt im 22er kommt das TerraLife, was wir dann auch für den nächsten und nächsten und nächsten und nächsten LS auch immer weiterentwickeln werden. Gerade die 8 Stunden im Blender voll gemacht heute, auf einmal war der Strom weg, letzter Speicherstand vor 2,5 Stunden. Oh nein! Ja, das lernt man leider nur auf die harte Tour. Oh no. Also, Sam sagte das anfangs mal, bei ihm ist das so in Fleisch und Blut, wenn er was im Blender macht, dass so alle paar Minuten Steuerung S drücken. Das ist bei mir inzwischen auch so. Ich muss es auch auf die harte Tour lernen. Und seitdem so bei jedem ein bisschen Steuerung S, Steuerung S, Steuerung S. Aber um das... um dann kurz auf das andere zurückzukommen, also ihr bekommt jetzt offiziellen Support im Mais Plus Support Discord für das Animal Enhanced Animal System. Also das ist jetzt die offizielle Anlaufstelle auch für den Support. Schüssel ist da auch, er hat ja den Kanal, hatte er schon. Wie gesagt, das war eigentlich das ursprünglich geplante. Einfach nur, dass ich ihm die Möglichkeit gebe, da einfacher das zu supporten und zu machen. Aber jetzt...
Aber das erklärt natürlich dann jetzt auch, dass ihr da den vollen Support und die Unterstützung bekommt. Und wie lange dauert die Ausbildung, um etwas in Terra anwenden zu können? Paddy, danke schön für deinen Resub im fünften Monat. Ich glaube, wenn du mit Mice Plus gespielt hast und eine Horse Extension gespielt hast, sind viele Sachen sehr intuitiv. Also es geht ja nicht darum, alles zu verkomplizieren, sondern es geht darum, um relativ komplizierte Sachen verständlich zu machen. Das heißt, dass man sozusagen einen gewissen Lehr- und Lernauftrag erfüllt, um euch zu zeigen, wie es in der Landwirtschaft geht und gemacht wird. Und wir werden sehr ausführlich das dokumentieren und mit Sicherheit auch sehr viele Tutorials und so machen. Aber grundsätzlich ist der Umfang sehr groß, aber wenn man seine Spielweise gefunden hat, kann man mit weniger Aufwand weitaus mehr erreichen. Wird TerraLife auch auf der Ostsee direkt verfügbar sein? Also ist das die Testmap von euch? Nein. Also ich hatte das schon mal angedeutet, als Takers da sagte, ja, die Ostsee wird mit TerraLife kommen. Habe ich gesagt, du weißt schon, dass wir hier nur ein paar Sachen drauf testen, weil zu dem Zeitpunkt, als wir unser Multiplayer angefangen haben, war keine für uns gefallene Map da und wir wollten dann halt keine 600, 700 Stunden Multiplayer-Safe-Game in die Tonne kloppen. Da haben wir gesagt, dann können wir hier schön weiterspielen und das gleichzeitig testen. Und ob die Ostseeküste mit TerraLife kommt oder nicht, habe ich halt offen gelassen. Ich habe nur gesagt, es wäre halt schade, wenn man die Sachen eh schon drin hat, könnte man es auch damit veröffentlichen. Nur als ich sagte, dass die Holzer-Map die erste sein wird und unsere Team-Maps zuerst kommen, also erst Holzer, dann Eiflerland, dann Bergischland und die Thüringer, hat Takers dann gesagt, er will kein TerraLife mehr haben. Also das ist so der letzte Stand, den ich weiß. Schissel, dann darfst du ja jetzt bei Twitch auch FA davor machen. Hey! Was für Maps kommen? Unsere Team-Maps. Und zwar die Holzer. Ludi ist ja bei uns administrativ und unser Mapper. Die Holzer kommen zuerst. Dann kommt von Sergeant Bilko, der ist auch bei uns im Team und Mapper, die Eiflerland. Danach kommt die Bergischland, die auch von Ludi ist. Und die Thüringer von Castor. Die sind definitiv hundertprozentig mit TerraLife. Nur 600 Stunden Multiplayer, das ist aber Anfängerlevel. Naja, wenn du bedenkst, dass wir nur Multiplayer spielen, wenn wir streamen. Ich spiele ja sonst in LS auch nicht. Also, das ist das einzige Mal, wo ich spiele und das ist halt dann, ja. Das ist ja das, was ich... Entschuldigung, du. Ist das cool, der Gewellballentwickler am Telelader vorne dran. Weil es ist ja das, was ich immer sage. Wir sind ja keine Let's Player und machen jetzt hier, schaut mal, wie toll wir spielen. Sondern wir testen ja und entwickeln. Wir machen ja halt, unsere Hauptzeit geht halt darauf, sowas wie TerraLife zu machen. Und dann sind wir halt froh, wenn wir das mal ein paar Stündchen am Abend daddeln und probieren können im Multiplayer. Klar, wenn du fünfmal die Woche streamst, acht Stunden und dann nichts anderes machst, dann kannst du das machen. Aber das ist halt nicht, sind halt nicht wir. Von der frühen Kartenversion von der Eiflerland habe ich einen Stream gemacht. Musst du mal auf YouTube gucken. Da ist ein kurzer Stream. Und ich würde sagen, die Bergischland, die Eiflerland und die Holzer sind auf dem gleichen Level, weil ja, Bergischland und Holzer ja ohnehin vom gleichen Mapper gemacht sind und der Andreas, also Sergeant Bilko, die Eiflerland auch sehr toll gemacht hat. Mit dem einzigen Unterschied, die Eiflerland ist ein Neubau, die Holzer ist ein kompletter Neubau. Und die Bergischland wird nur ein teilweise Neubau werden. Also auf jeden Fall so, dass das Straßensystem und die Felder
dass die Anordnungen bekannt bleiben, also dass du dich sofort wieder wohlfühlst auf der Karte. Natürlich dann aber alles im LS22er Standard, was die Gebäude und so weiter angeht. April 24, oh, dann wären wir schon, dann sind wir ja schon fast durch wieder. Mir würde Weihnachten dieses Jahr schon reichen. Und vor allem, also was ihr jetzt halt auch im Hinterkopf halten müsst, weil ich habe halt auch üble Stimmen bekommen, wo gesagt wurde, ja, der hat ja schon mal Karten angekündigt und dann kamen die nicht. Ja. Das waren halt, da waren halt Karten bei, die wir für andere sozusagen machen wollten, sollten. Und das machen wir halt nicht mehr. Wir machen halt jetzt nur unsere eigenen Karten und updaten keine anderen Karten. Das heißt, wir haben halt viel mehr Zeit und auch viel mehr Motivation, weil wenn man für sich selber was macht, ist das immer was anderes, als wenn du für irgendjemand anders was machen musst und dann gleichzeitig noch entwickeln. Nee, die kommen nacheinander. Die kommen nicht alle auf einmal. Nee. Wie gesagt, erstmal oberste Priorität ist im Moment die Holzer-Map. Und in 4 oder 5 Wochen fangen wir Alpha-Streams auf der Eifler Land an. Also ich denke, dass die Eifler Land sehr nah an der Holzer vom Release sein wird. Und die Bergisch Land dann ein bisschen später. Wir möchten halt auch unterstützen, dass Leute wirklich Bock haben zu spielen, ein Multiplayer-Projekt zu machen, längerfristig auf einer Karte spielen und nicht jeden Tag eine andere Karte und gar nicht die Feature alle kennenlernen können und so, weil das ist halt der Sinn der Sache, dass ihr ja auch ein bisschen was mitnehmt von dem, was wir so machen. Ludi hat auch mal gesagt, er packt die Bergische erst an, wenn die Holzer fertig ist. Genau. Also von daher wird das schon schwierig, dass die gleichzeitig kommen. Nee, es wäre ja auch total blöd, also weil die Bergisch Land halt ja nochmal komplett andere Feature bekommt als die Holzer. Also die Holzer wird ganz andere Feature haben als die Bergische oder als die Eifler oder als die Thüringer. Nur der Vorteil ist halt jetzt, weil die Bergisch Land halt kein kompletter Neubau wird, wie jetzt die Holzer, die halt 1:1 Topografie und alles hat. Also jeder geschissene Maulwurfhügel, den es in Real Life gibt, den gibt es auf der Holzer jetzt auch. Ludi hat in unserem internen Channel immer mal Bilder gepostet. Eins aus dem LS und eins genau aus Real Life. Und wenn du da nur so kurz drüber guckst, hast du gedacht, der hat zweimal das gleiche Bild gepostet. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da kommt. Und die Jungs bauen die Gebäude alle neu. Und also es ist schon, das wird schon Kracher. Nee, Eifler Land ist auch erstmal eine Einfachkarte. Aber ich muss zugeben, wir haben teamintern schon mal drüber philosophiert, die vielleicht in einer weiteren Ausbaustufe größer zu machen, weil dann sozusagen die Karte bis kurz vor unseren Südeifel-Agrar gehen würde. Und wenn TerraLife vernünftig läuft, dann auf einer Vierfachkarte, was wir halt mit der Thüringer dann sehen bei Castor, dann wäre es fürs Multiplayer-Projekt auch nicht schlecht, weil ja, wir spielen nicht so große Technik, aber also ist Rainer und mir aufgefallen, man hätte schon mal gern so die Röpers-Wietzendorf-Tour beim Getreide wegfahren oder Kartoffeln wegfahren, ne? Ja, Sam fährt ja auch zwischendurch mal ganz gerne Strecken und so, ja. Wenn es Spaß macht und so. Also das wäre schon cool. Wenn man auch mal weiter weg, auch wenn man ein Feld, 1-2 Felder weiter weg hat, wenn man die Wattel sich dazu gepachtet hat oder so. Welches Futter braucht man für die Maulwürfe? Naja, offiziell darfst du den ja nur Regenwürmer geben. Inoffiziell würde ich den Kapit geben. Wären die Höfe gut, also realistisch? Wenn ich dir jetzt sage, dass der Hof, den ich baue, nach Originalbauplänen gebaut ist, reicht dir das? Ach Rainer, du hast übrigens noch gar nichts gesagt, ne? Also jetzt nicht, wir können jetzt nicht so Klartext reden, aber ich habe dir da was besorgt. Ja, ich hab's gesehen, aber dadurch, dass ich hätte gerade nicht zu Hause war,
Ich hätte wenigstens so ein kleines Quieken gerne gehört oder so, weißt du? Naja, aber der Ingame sich ja, das Ingame sich ja auch nicht alles von alleine. Ja, aber ist doch Ingame. Vorlage zum Ingame ist doch da. Ja, auch klar. Ja, also, ne? Es geht nur darum, dass du Hammer jetzt. Offiziell mit, und vielleicht kriegen wir sogar noch eine Partnerschaft mit der Firma. Was ein bisschen schwierig wird, weil die haben mit Giants, aber vielleicht kriegen wir da noch was. Also ich glaube, auf der Holzer-Map sind die Betriebe von den Kuhgrößen her ein bisschen unterschiedlich, ne? Ich weiß nicht, ob da so ein Riesenkuhhof dabei ist, aber... Also der Hof, an dem ich baue, die haben so, glaube ich, etwas unter 30 Tiere insgesamt. Also eher kleiner. Ach, Karl-Heinz... Wie es bei den anderen Höfen genau aussieht, das kann Ludi wahrscheinlich eher beantworten. Karl-Heinz, nur für dich. Also Rainer hat hier zum Beispiel einen neuen Kälberstall gebaut. Hier steht ja so ein hässlicher Fendt in der Gegend. Neuen Kälberstall, neuen Fersenstall gebaut, neuen Kuhstall gebaut. Und ich habe gehört, dass dieser Kälberstall auch auf die Holzer kommt. Und kennt jemand dieses Meme mit diesem Strichmännchen, mit dem Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab, dieses Jungenspielzeug? Pass mal auf. Badabum. Badabum. Oh, ich drücke immer die falsche Taste, verdammte Hacke. Auf meinem Kanal, Master Disaster. Auf Alien Paul, der Alien Paul... Vielleicht hat jemand zufällig gerade einen Link zu dem Video und kann den posten oder... Zu welchem Video? Von der Eifler Land, von der Vorstellung, die ich gemacht habe. Müsste ich suchen. Das wäre super lieb. Also hier das, ne? Die Kälber tränken und sowas alles. Das bekommt auch alles noch eine eigene Funktion und so. Stolz Nico, moin. Und ja, hier, das sind auch noch unsere Alpha-Tiere, ne? Also nicht Alpha im Sinne von hier Führer, sondern unsere Alpha-Modelle. Also da ist halt auch noch dran. Also wir haben auf jeden Fall teilweise auch hornlose Kühe. Wir haben auch, vor allem sind das hier schwarz- und rotbunte Holstein, aber das sind rotbunte mit Holsteinanteil. Also wie wir das hier im Rheinland züchten. Wir haben früher die knubbeligen Eifler und Bergischland rotbunten genommen und haben... Master Disaster, in Stellen wird bei uns keiner Wasser auf True setzen, weil keiner fährt in seinen Stall und fährt mit Wasser hin. Das wird nicht funktionieren bei uns. Selbsttränke. Also ich kann euch so viel sagen... Aber ich kann so viel spoilern, auf der Holzer wird es genug Gelegenheiten geben, Wasser zu fahren. Ich wollte gerade sagen, auf der Holzer und auf der Eifler Land... Es sind sehr, sehr viele Wiesen und Sommerwiesen und mit dem Grazing wird das halt auch sehr sinnvoll sein, Jungtiere auf die Weide zu stellen. Agrarfelix, die Flächen auf der Holzer Map werden so, wie die da unten sind. Das ist eine reale Map, das ist ein realer Nachbau. Ja. Die Höfe haben ihren eigenen Flächen. Das Einzige, was Ludi halt anpassen wird, ist, dass es zwei I3Ds geben wird. Das heißt einmal so, wie es da ist, mit viel Grünland und dann aber auch noch für die Leute, die ein bisschen Acker haben wollen, ein paar Parzellen dann als Acker anstatt Grünland. Ach so, Ölrettich hier, ne, von wegen so Fruchtzerstörung und so, kann ich euch mal gerade zeigen. Also ihr könnt den Ölrettich jetzt auch kaputt fahren, weil da eben die Frage nachkam, was das für eine Pflanze wäre. Ja, die Feldaufteilung wird so wie im 19er sein, ungefähr. Ihr werdet die Map aber, glaube ich, nicht wiedererkennen. Wir haben auch Mastbullen, ja. Weil mit dem neuen Höhenmodell, was die Map hat, wusste ich dann endlich auch, warum das die eine Fläche, wo Ludi in der PDF von Bergwiese geredet hat, Bergwiese heißt.
Also die Leute, die, hi Anso, also die Leute, die mit der Animal Food Edition gespielt haben und die AFA-Zip kennen, ne? Ihr wisst ja, das sind irgendwie so, keine Ahnung, was sind das, 1-200 Zeilen, AFA. Ich muss mich jetzt zum vierten Mal korrigieren. Diese AFA-Zip wird ungefähr 2.500 Zeilen haben. Also so wegen, ob wir auch Mastbullen oder sowas haben. Wir haben für jede Tierart, für jede Rasse, wir haben ganz viele neue Rassen, Nutzungszwecke, und dafür wird es auch ganz spezielle Fütterung geben. Das heißt, dieses Mal eine Mastbullen, Vormast, Endmast, TMR, kannst du zwar bei den Milchkühen reinschmeißen, aber dann fehlt den Zeug und dann kriegst du Abzüge. Das heißt, jede Ration ist diesmal auch wirklich unterschiedlich wert. Jedes Futtermittel kann auf 80 Eigenschaften unterteilt werden. Das heißt, du hast proteinreiches Raufutter, strukturreiches Raufutter, energiereiches Raufutter, proteinreiches Getreide, energiereiches Getreide. Du hast Milchleistungsfutter, du hast Mastfutter, du hast Kälberfutter, du hast Kälberheu, du hast Milch für die Kälber, du hast Milchaustauscher für die Kälber, du hast Kälber-TMR. Du hast für die zwei Nutzungsrassen eine andere Ration. Wir haben Heumilch, wir haben Biomilch, wir haben genug gespoilert. Die Große hat ja schon drei. Naja, aber ich hoffe, dass man an der Growth nachher nichts mehr verändern muss. Aber an der AFA wollen die Leute sich ja bestimmt individuelle Fütterungen zusammenstellen. Ich glaube, das wird viele Leute überfordern. Ich glaube, ich fange schon mal ein Studium in der Landwirtschaft an. Nein, es gibt kein Safe Game von uns, unseren umgebauten Höfen, was beim jetzt, also vor allem jetzt beim jetzigen Stand daran liegt, dass die Gebäude halt nicht öffentlich sind zum Teil. Okay, jetzt, warte, jetzt wird es nicht klappen. Wahrscheinlich, du wirst es jetzt nicht hören. Ich muss jetzt mal gerade was machen, weil... Schissel hat jetzt offiziell FA davor geschrieben. Warte, ich weiß nicht, was kommt, Leute, ne? Also er schießt mich nicht. Ich bin da neu. Alarm! Alarm! Okay, das war schon mal nicht das, was ich wollte, aber auch nicht schlecht. Moment, gib mir eine Sekunde. Stimmt wirklich. Ist das auch nicht scheiße? Ich weiß nicht, es ist total witzig, dass er da scheinbar irgendwas versucht und man nicht weiß, was er versucht, weil man es hört. Ja, das hört. Wirst du nachher im Stream dann nachgucken können, weil... Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Irgendwo war dieses blöde Ding, was ich extra gesucht habe, und naja, muss ich euch einfach nachliefern. Weil es sind ganz viele Sachen, wo ich nicht drauf drücken kann. Gib mir nur mal gerade Feedback, ob ihr es hören könnt oder nicht. Weil sonst ist das Ganze eh schon lustig und unnütz. War früher bei TV. Ah, du kannst das hören. Okay, sehr gut. Na, warte, dann finde ich es vielleicht ja doch noch. Boah, können die das nicht besser sortieren hier? Moment. Peter! Ich mache jetzt eine Raucherpause, ja? Mach, wie du meinst, mir wurscht. Die Zigarette in der Tasche ruft schon, hol mich raus. Ja, mach, was du willst, egal. Wenn ich es nicht finde, tut's mir leid, dann muss ich das irgendwie nachliefern. Ich finde es, glaube ich, gerade im Moment nicht. Nee, ich find's gerade irgendwie nicht. Schade, einmal mit Profis, ne? Aber hätte ja schön sein können. Mahlzeit. Ich hatte eigentlich gedacht, das wär relativ weit oben. Achso, ich bin auch relativ weit unten, ne? Dann kann ich es auch nicht finden. Moment. So, 3, 2, 1, ich find's immer noch nicht, Jungs, einmal mit Profis, und der Rainer denkt die ganze Zeit, was macht der da für einen Scheiß, ey? Mhm.
Ich kann mir noch nicht mal mehr die Farbe merken, unter welcher Farbe das war. Das war so cool. Das war so cool. Ihr müsst mir einfach glauben, dass die Absicht cool war, die Ausführung wieder mal. Meh, 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 meh. Tut mir leid, geht. Ich krieg's leider. Ich find's leider jetzt gerade nicht. Ich find es leider gerade nicht. Ich muss mir mal so ein Stream Deck oder sowas holen und dann so Sachen da drauflegen. Weil so viele gute gibt's da eigentlich nicht. Aber ein paar sind schon ganz lustig. Ne. So ein Nippelbody bei TV Total. Nee, nee, nee. Also es wäre halt einfach lustig gewesen gerade. Ich hatte das gesucht mit John Cena, aber naja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil Welcome John Chisel, ne? Hier, John Cena Chisel. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Chisel ist jetzt offizieller verrückter Mittäter bei TerraLife, ist in der Farming Agency und dem FA TerraLife Team. Dadurch ergibt sich halt, dass wir jetzt offiziell auch das Enhanced Animal System in Kombination mit Mais Plus bei uns im Mais Plus Discord supporten. Also den vollen Support bekommt ihr da. Ja, ansonsten, ich glaube, Bug Reports und sowas, ich glaube, du hast auch noch GitHub dafür. Können wir da auch mal drin verlinken. Was wir alles für Fruchtarten haben, ja. Wir werden pro Map maximal 40 einbauen, haben um die 60 neue Früchte, aber halt sinnvolle, in unseren Augen sinnvolle Früchte, die wir auch abdecken können durch unseren Partner DSV. Das ist das, was hier im Moment drin ist. Ich gehe nochmal so ganz langsam vorbei, dann kannst du dir das ja nochmal, je nachdem, man anhalten, pausieren. Da kannst du Nein, das Casino auf der Holzer wird es nicht geben, weil irgendwo müssen wir halt auch noch die Sachen hinstellen, die für Spiel relevant sind. Da, wo jetzt zum Beispiel der Händler stand im 19er, da ist ja eigentlich ein Golfclub und sowas. Da wären ja eigentlich gar keine Flächen. Aber man braucht halt für das Spiel ein paar Sachen, die da halt da sein müssen. Also wir haben halt hier das gebrandete Saatgut, haben wir in Kategorien aufgeteilt, dass ihr da auch nicht so lange suchen müsst, ne? Rainer hat dafür wunderschöne Paletten und Säcke gebaut. Wir haben die Kartons für die Einheiten von dem Kram, das sind noch die alten. Dann hat er hier diese wunderschöne Kartoffelpalette gebaut, wo ich glaube, wir brauchen noch eine mit halbierten, gekalkten. Zum Beispiel. Das ist ja nur ein Texturding. Das Deuker. Die Deuker-Paletten hat Rainer auch gebaut. Sie haben also jetzt alle Originalmaße, Originalsäcke. Sind halt da jetzt auch einen Schritt weiter gegangen. Schade, dass man nicht Zeitreisen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis TerraLife kommt. Seid meiner Meinung nach das beste Modding-Team. Ja, würde ich so nicht sagen. Wir haben halt unsere Nische, ne? Also, wir sind auf jeden Fall eins der freundlichsten Modding-Teams, würde ich mal behaupten. Wir machen das ja auch alles nur in der Freizeit und kochen auch nur mit Wasser. Und wie gesagt, wir holen euch halt mit. Ihr kriegt halt auch hier die Fehler mit und die Fails mit und alles. Wir machen da keinen Hehl drum. Genau, einen Ring sie alle zu knechten. Ich klaue mir mal gerade den Shop. Ja. Ich mulche hier Ölrettich weg. Das ist tatsächlich der Ölrettich, der von uns noch angepasst wurde. Das hat Björn und Robert haben das gemacht, also Bull. Patrice, guten Abend. Der hat auch zusätzliche Wachstumsstufen und auch bekommt halt auch die Fruchtzerstörung. Im Moment ist das noch die Variante 1 von unserer Fruchtzerstörung. Wir haben das Skript noch nicht fertig, aber ich denke, man kann es sehen.
Es ist auch jetzt bei dem Ölrettich nicht mehr so, dass du den säst und dann geht der auf und dann ist er direkt in voller Größe, sondern es sind auch unterschiedliche Wachstumsstufen. Mitspielen kannst du bei uns nicht, weil wir hier einen Team-Server haben und unsere Sachen hier drauf testen und die sind halt nicht für die Öffentlichkeit und auch nicht für Außenstehende gedacht. Das heißt, hier können nur Teammitglieder mitspielen, die auch die NDA unterzeichnet haben. Und da alle unsere NDA unterzeichnet haben im Team, kann ja eigentlich jeder aus dem Team mitspielen, aber niemand von außen. Bist gespannt wie Bolle auf Dienstag. Ja, und was machen wir? Wir häckseln dann nur Mais, ne? Wir sind auch voll die Profis. Aber immerhin, ich bin sehr gespannt drauf, was der Server macht. Vergiss nicht das Erstgeborene. Ja, stimmt. Das Erst- und Zweitgeborene wird hier eingefordert. Ah, cool, da kann ich ja Dienstag Mulde fahren. Juhu. Ich fand das halt auch so cool am Freitag beim Meeting, als Chris dann da ankam. Ja, ich habe da auch noch so eine Idee mit den Säcken, weißt du, mit den Säcken von der Palette und so, ne? Wo ich gedacht habe, ja, der ist genau an der richtigen Seuche krank. Das ist genau richtig, der passt genau zu uns. Direkt alle springen drauf an. Ja, ja, da sind wir auch schon und super geil. Und das macht halt echt Spaß. Du brauchst Nachschub für deine Kinderschnitzel. Ja, wir haben Körnermais und Silagemais. Genauso haben wir normalen Körnersorghum und Silagesorghum. Ach, da muss ich nochmal dran denken hier. Der Steier hat vorne keine Steckdose. Nochmal eine hinfuschen. Ich weiß um den Bug. Der war hier auch mal, den hatten wir vorher, bevor wir auf TerraLife umgestellt haben, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den mit TerraLife nicht haben. Weiß ich aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil haben wir gar nicht uns jetzt bislang drum gekümmert. Weil wir haben ja auch neue Sachen dabei, wir haben ja noch Carbokalk und Kompost dabei, wir haben das System ja eh umgestellt. Also ist das gut möglich, dass wir den Bug gar nicht mehr haben. Kann man die Produkte nur bei Kaufen bei TerraLife oder auch selbst herstellen? Das ist eine gute Frage. Es ist grundsätzlich so gedacht, dass du... Wir haben ungefähr im Moment, glaube ich, 280, 290 Fill-Types. Das Saatgut für Sommerweizen ist von TSV. Das kaufst du. Möchtest du das alte Seeds weiter benutzen, dann wird dich das teurer kommen und du wirst mehr verbrauchen und du wirst einen schlechteren Ertrag haben. Aber grundsätzlich kannst du dann, wenn du eine Seeds-Produktion hast, könntest du Seeds selber herstellen. Alles andere ist dafür ausgelegt, dass du komplett deine Tiere autark füttern kannst. Das heißt, alles, was du brauchst zum Füttern, kannst du alles selber herstellen. Ausnahmen sind die Sachen, die im Real Life auch zugekauft werden, wie zum Beispiel Salzleckstein, Futterkalk, Viehsalz, Mineralfutter. Das sind die Sachen, die man dazu kauft, aber du wirst das kompensieren können, wenn du jetzt ein sehr mineralreiches und eiweißreiches Luzerneheu zum Beispiel fütterst, wird das mit Sicherheit auch bei Mineralfutter etwas auffüllen. Wenn du spezielles Kräutergras, was sehr mineralstoffreich ist, fütterst, kannst du das kompensieren. Wenn du halt Lupinen anbaust oder Leinsamen, kannst du auch Sachen kompensieren. Also gedacht ist, dass du im Prinzip komplett autark selber deinen Futterbau betreiben kannst. Wenn du da aber am Anfang keinen Bock drauf hast, kannst du die Sachen halt auch erstmal zukaufen. Florian, nein, das ist nicht global. Das ist nicht global und kannst du nicht global auf jeder Karte nutzen, sondern die Karte muss in TerraLife eingebaut werden, weil wir im Moment bei so um die 800 MB sind, was TerraLife angeht. Vom Umfang her ist das weitaus umfangreicher als jede Karte. Aber jede Karte, die TerraLife haben wird, kann natürlich auch Klee, Luzern und den ganzen Kram säen, anbauen und so weiter.
Sixstar, hey, hi. Die Karten kommen ja alle von uns. Das heißt, wir bauen ja die Karten und wir sorgen natürlich auch dafür, dass dann auch die Feature und Pflanzen noch alle dabei sind. Also so viel kann ich spoilern. Klee, Luzerne und Kleegras wird mit Sicherheit auf jeder der Terra-Life-Karten sein. Nachteil hat die Kabine von dem Ding hier schon. Was denn? Wenn du nach rechts und links gucken willst an der Kreuzung, guckst du immer vor diese B-Säule. Steyr. Ja. Ja. King Max, ja, ich teile auch immer mal wieder Tabellen und PDFs im Mais Plus Discord. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Kanal heißt, aber wahrscheinlich irgendwie Real-Life-Mischung oder sowas. Oder Real-Life-Futter-Tabellen. Da kannst du dir auch Sachen raussuchen. Also da hast du dann auch den Bezug. Und lustigerweise hat Robert mir gestern was geschickt, wo ich gesagt habe, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Hempels-Verein? Und da waren aber total coole Rationen drin. Also tatsächlich, was richtig Geiles hat er mir da gestern geschickt. Weil es waren halt einfache Rationen, aber die kann man halt gut verwenden. Zum Beispiel eine Ration bestand aus Mais-Silage, Gras-Silage. Rate mal, wer so ganz viel hier in dem Stream gefüttert hat. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das war ich. Noch da oben fährt er. Hallo. Wird es im Nachhinein... Wo bist du? Da unten. Bei dir auf dem Weg vorbei. Wird es im Nachhinein in Karten eingebaut? Also wir werden es nicht in Anderleuts Karten einbauen. Leute können sich das gerne in ihre Karten einbauen, also bei uns ausbauen und in ihre Karten einbauen, uns die Karte schicken. Dann testen wir mal, ob das funktioniert, und dann gibt es auch eine Freigabe, aber von uns gibt es dazu keinerlei Support, weil wir dafür keine Kapazitäten frei haben. Wenn wir TerraLife released haben, sind wir also sozusagen nach TerraLife Release ist vor TerraLife Release. Es geht dann bei uns weiter. Wir bauen ja weiter noch an unseren Karten und wir bauen weiter an Feature, und dass diese Kapazitäten, die man braucht, um Leuten dann zu erklären, wie es geht und Support zu geben, das ist einfach, die haben wir nicht. Und Leute, die sich bislang in der Vergangenheit als gute Partner erwiesen haben, also die Partnerschaft so verstehen, wie sie gemeint ist, nämlich dass das ein gegenseitiges Geben und Bekommen ist und nicht einfach ein Arschloch, bau mir ein und warum ist das noch nicht fertig? Und dann sind sie weg. Und wenn man von denen was haben will, dann heißt es, hau ab. So Leute werden mit Sicherheit von uns nicht unterstützt. Wie gesagt, wir wollen ja auch ganz speziell, dass die Feature sehr individuell sind auf den Karten. Die Karten werden sehr individuell sein. Wir arbeiten ja auch mit Partnern, mit Werbepartnern zusammen. Das heißt, da werden auch regionale Sachen drauf sein. Und da sind die dann natürlich auch nicht so begeistert von, wenn dann auf einmal auf der Hintertupfing-Karte dies oder das ist. Und aber die Hauptvoraussetzung, dass jemand TerraLife in seine Karte einbauen kann, ist, dass die Karte auf Modhub released wird. Wir wollen keine Patreon-Club-Mitgliedschaft, zahl 30 Euro im Monat und du bekommst irgendwann mal eine Alpha, hast du nicht gesehen, schlag mich tot, sondern das soll alles frei und kostenlos und einfach für euch zur Verfügung stehen und Modhub und Giants getestet sein, weil wir halt auch in Korrespondenz mit Giants stehen bezüglich der Feature, dass da für den nächsten LS auch ein paar Sachen für vielleicht auch Konsolenspieler zur Verfügung stehen. Ja, also diese shady Pages oder so, nein. Ach so, und ja, die Novak wird nur mit den TerraLife-Karten released. Weil die Frage letztens auch wieder aufkam. Das macht ja anders nicht viel Sinn. Ja.
Es gibt mit Sicherheit Modding-Teams da draußen, die bestimmt an dem einen oder anderen Interesse haben, wo wir auch ganz klar sagen, da hätten wir auch Interesse dran, dass deren Karte mit TerraLife kommt, wo man halt Feature individuell einbauen kann, wo halt jemand sagt, dass der Umfang ist mir zu groß. Also ich winke da mal so in eine Richtung, ne? Lieber Alex, also wenn du Bock drauf hast, ne? Wir sind auf jeden Fall für offen und es hat auch noch Zeit, also du kannst noch in Ruhe weiterbauen. Nur es ist halt wirklich wichtig, es soll halt Spielspaß bringen, es soll aber halt auch ein gewisses Maß an Realität und Qualität vor allem auch sein. Und da, ja, es klingt jetzt blöd, aber ich glaube, da sind auch nicht so viele die da so in Frage kommen. Ist halt so ein bisschen unser Kind, unser Baby, unsere Tochter und die schickt man ja auch nicht mit jedem dahergelaufenen in die Weltgeschichte, ne? Oder wie war das? I'm sitting on the porch with my pump gun. So, you're the guy who wants to take out my daughter. Think twice. Was hätte ich so gerne irgendwann mal gemacht? Habt ihr Fragen? Habt ihr besondere Fragen? Gibt es irgendwelche besonderen Dinge, die ihr gerne wissen möchtet, die ich vielleicht oder vielleicht auch nicht jetzt schon beantworten kann? Habe ich ja letztes Mal vergessen, zwei Fläschchen hier noch zu mähen. Muss ich das jetzt bei eben noch machen? Machst du noch Gras? Jo. Günther? Günther Gras, ja. Ja, die 12 Ballen waren ein bisschen dürftig. Schnitt, muss noch ein paar mehr machen. Nee, ich habe hier oben die große Fläche, wo ich das andere Teil gemacht habe, wo jetzt das Kleegras drin ist. Da ist ja drumherum ist ja auch noch Grünland. Und das wollte ich jetzt auch noch mal einmal runter haben dann. Ja, ich finde das so herrlich, dass wir jetzt endlich die ganzen Erträge und so im Griff haben, dass wir die jetzt endlich beeinflussen können. Also wir haben zwar noch nicht alle optimiert, aber es ist schon angenehm, dass man merkt, dass der erste Aufwuchs weniger, also die erste Wachstumsstufe weniger Ertrag bringt als die zweite und die dritte, dass man jetzt endlich sagen kann, okay, dann mähe ich halt dreimal, habe aber energiereicheres Gras und mit weniger Ertrag und so, dass man das so ein bisschen nachspielen kann. Das finde ich echt, echt cool. Diese Monstererträge, die muss man nicht haben. Alexander, du warst gerade mal gar nicht gemeint mit Alex, aber egal, schön, dass du da bist. Habt ihr schon was für Tiertransport angedacht? Wie meinst du das? Meine würde derjenige nach 10 Minuten zurückbringen, zumindest der momentanen Verfassung. Okay. Oh Gott, oh Gott. Björn, du machst mir Angst. Also wenn die nur so schnarchen wie dein Hund, ist das nicht schlimm. Wenn die aber auch so gefährlich sind, dann ist das was anderes. Darfst sie gerne behalten. Also meine Freundin sagt auch mal, ich bin jetzt weg. Und dann irgendwann auch so von wegen, hast du eigentlich keine Angst, dass mich einer mitnimmt? Und dann sagt die so, ja, die bringt ja eh nach einer Viertelstunde wieder zurück. Kam der Schluffen geflogen. Ach, die kann halt auch. Ja. Pubertät halt. Für das Kaufen und Verkaufen der Tiere über Händler. Da muss ich jetzt nochmal drauf verweisen, wir überarbeiten das Animal-System ja komplett. Es ist ein komplett neues Animal-System. Dadurch, dass wir unterscheiden zwischen Milch und Mast, ist der ganze Ablauf ohnehin komplett anders. Transportanhänger, ja, ich denke, das sind so Sachen, da dürfte ich sogar den Rainer noch mit beglücken, wenn dafür andere Sachen wegfallen oder so. Aber müssen wir mal gucken. Es gibt genug Leute, die Transportanhänger bauen und da findet man bestimmt die Möglichkeit, eine Kooperation zu machen, dass da unsere Tiere auch reinpassen oder so. Also da muss ich echt sagen, ist im Moment noch nicht so der hohe Gedankengang dran verschwendet worden, aber
es wird sich halt alles ändern bei den Tieren ohnehin. Basti, guten Abend. Holzbauer, wird es realistische Erträge geben? Vor allem im Grünland sind die Erträge. Ja, natürlich. Du kannst ja gerne mal Rainer fragen, wie sein erster Aufwuchs jetzt im Herbst, was er da noch hatte. Also ich habe jetzt quasi Pflegeschnitt gemacht, ne? So letzter Schnitt kurz vorm Winter. Also ich habe von sämtlichen Flächen, von denen ich vorher, bevor wir auf TerraLife Alpha Gedöns gegangen sind, habe ich mehrere hunderttausend Liter davon runtergekriegt. Das waren jetzt 12 Ballen. Der Urewaller Bub, moin. Also es fühlt sich schon um einiges realistischer an, wenn ich kurzes Gras mähe, dass da auch wenig rumkommt und so. Ich bin gespannt, wie sich das dann anfühlt, wenn wir ins Getreide gehen und so, ja. Dann später. Also dadurch, dass wir ja eine Menge Getreide haben oder eine Menge Früchte haben, aber halt auch, was den Futterbau angeht, über Luzerne, Kleegras, das Pferdegras, das Feldgras, Kräutergras, das Weidengras und auch noch das Wiesengras, hast du halt eine Menge unterschiedlicher Früchte, die man jetzt auch unterschiedlich bewerten kann. Wie gesagt, dadurch, dass wir auch das ganze Growth, also das ganze Pflanzensystem, wie das funktioniert, halt auch komplett umkrempeln, da werden sich auch noch ganz andere, oder da tun sich ganz andere Möglichkeiten auf, das realistischer zu machen. Also da dürft ihr euch auch gerne auf was freuen. Ich kann es leider nicht weiter spoilern, aber ich kann nur sagen, alles, was ihr bislang so an typischen LS-Pflanzen und Pflanzzeiten hattet, vergesst es einfach. Das wird komplett neu sein, das wird auch realistischer sein. Wo du es vorhin hattest, von wegen Sachen für den eigenen Futterbau und so. Ja. Also das versuche ich ja jetzt dann mit der Fruchtfolge, die ich mir überlegt habe. Der Großteil dafür ist, dass ich Stroh habe für die Viecher, dass ich Getreide habe für die Viecher, dass ich hier Luzerne, Klee etc. für die Viecher habe und so. Das meiste, was ich anbaue, wird nicht verkauft werden wahrscheinlich. Ja. Weil ich finde es einfach deprimierend, wenn ich eine halbe Länge mit dem Ladewagen gefahren bin, dass der schon voll ist. Falls du Modelleichers YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast oder so, wenn Sam jetzt das Video hochlädt vom Stream von gestern, der ist gestern ganze Zeit mit dem Ladewagen gefahren und wir hatten 5 oder 6 unterschiedliche Wiesen, die alle unterschiedlichen Aufwuchs hatten und da, wo auch nicht viel drauf stand, also du siehst einfach, wie lange er fährt mit dem Ladewagen. Also es ist realistischer. Bei Twitch kannst du es dir auch jetzt schon angucken, wenn du auf den Kanal von Sam gehst. Ach so, ja genau, oder bei Twitch. Das VOD ist ja schon verfügbar, das ist ja dann nur für später bei YouTube. Also da erkennst du dann schon dran, dass das... ein deutlicher Unterschied ist. Was man natürlich ein bisschen kompensieren muss, ist, wenn wir die realistische Fütterung haben, hast du natürlich mit komplett realistischen Erträgen das Problem, dass du auch realistische Flächengrößen brauchst. So, und wenn du dann natürlich ein Betrieb bist, der 1000 Kühe hat, dann brauchst du halt die ganze Karte, um die zu versorgen. Na, dann brauchst du halt 1000 Hektar und das muss man dann so ein bisschen in die Waagschale werfen, dass halt die Erträge nicht utopisch hoch sind, dass sich das schon realistischer anfühlt, aber halt auch noch machbar sein. Ne, weil normalerweise ist es ja so, wie jetzt hier mein Lohnunternehmen, ich bespiele jetzt hier einen Teil der Karte, aber mit den Maschinen, die ich habe und mit den Tieren, die ich dann habe, müsste ich eigentlich das 10-fache an Flächen haben. Das heißt, du spielst halt 10% spielst du und 90% musst du dir imaginär vorstellen. Und das ist ja das, was Giants dann mit einem noch höheren Faktor durch die höheren Erträge darstellt. Slive, hey, hi. Rare is Turnip, grüße dich. Aber ich sag's auch nochmal gerne, ne,
wie gesagt, Mod-Hub-Release, kostenlos für alle, frei verfügbar, aber Support tut nicht weh. Also nutzt bitte gerne den Promocode AlienPaul für Sachen, die ihr bei Giants kauft. Das unterstützt auch das ganze Team. Das kommt nicht nur mir zugute, sondern dem ganzen Team. Wir versuchen da im Moment die Silberpartnerschaft mit dem AlienPaul zu erreichen. Nutzt gerne irgendwie PayPal oder so oder was auch immer. Oder wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, könnt ihr kostenlos hier ein Prime-Abo dalassen. Kostet euch nichts, aber unterstützt den Kanal und das Team. Weil wir wollen und werden halt alles, was wir machen, gratis für euch zur Verfügung stellen. Das bleibt auch so. Keine Paywall, keine irgendwas. Ne? Und wenn ihr nichts spendet, dann machen wir nicht weiter oder so. Das gibt es bei uns nicht. Wir sind so bescheuert, wir machen unseren Kram so oder so. Aber es ist halt total schön, wenn man halt mal sieht, dass manche Leute halt auch einfach da sagen, hey, ich mag das, was ihr macht. Und ich habe da Bock zu und ich kann es mir gerade leisten. Ich unterstütze euch mit einer Kleinigkeit. Und ihr wisst halt, dass es dafür keine Sonderbehandlung gibt oder so, sondern einfach eine nette Unterstützung. Wie ich jetzt schon zweimal gerne erzählt habe, war das mit dem kleinen Paketchen, mit dem kleinen Briefumschlag, den ich gekriegt habe, mit einem Snickers drin, wo dann einfach nur beistand, hey, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist, liebe Grüße. Und ne, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich drüber freut oder keine Ahnung, auch 2 Euro bei PayPal hier für einen Kaffee oder so. Man darf uns auf der Farmcon auch gerne ein Bier ausgeben, wenn man uns sieht. Ja, und auf der Farmcon, so. Ne? Und jetzt weiß ich, kriege ich einen auf den Sack von Giants. Also bevor ihr ein Ticket kauft, was 80 Euro teurer ist, um dieses Goldticket zu haben, um mit Giants zu essen. Ey, wenn nur 10 Leute zusammenkommen, könnt ihr die komplette FA ernähren und noch viel mehr Spaß haben an einem Abend, ne? Also mit uns essen ist gratis. Also nicht immer kostenlos, weil der ein oder andere wird wahrscheinlich den ein oder anderen Hirnschaden von sich tragen, wenn er mit uns in der Ecke liegt, aber Spaß wird's allemal. Also auf der Farmcon gerne, ne? Und gegen Würstchen sagen wir auch nicht nein. Wird man Weizen und Co. auch in der ersten Wachstumsphase walzen können, aber selbstverständlich. Mir kommt aber teilweise auch vor, dass die angegebenen Hektar nicht mit der tatsächlichen Feldgröße zusammenpassen. Oh, ich meine, das passt ziemlich gut. Also wenn der Mapper es richtig gemacht hat. Jetzt habe ich ja alles abgemäht. Ich könnte ja dann nochmal Gülle fahren demnächst dann auch. Finde mega, was ihr macht. Freue mich schon auf die Beta-Streams. Server, danke dir für die 100 Bits. Ja, die Beta-Streams, also wenn die Beta-Streams anfangen, dann wird es langsam spannend. Also dann wird das, glaube ich, auch nicht mehr so entspannt sein, weil wenn wir dann noch irgendwelche Fehler finden oder haben, das ist dann... Die Beta-Streams sollten dann eigentlich schon so relativ nah das finale Produkt zeigen, um es mal so zu sagen. Ja, jetzt habe ich mit Mehrwerk ausgeschaltet. Daniel, Nabend. Also das fände ich dann schon ziemlich cool. Ich bin ja eigentlich kein Holzer-Fan, also nicht wegen der Qualität der Map, sondern wegen der Lage der Karte. Aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Erstens, wenn ihr hat halt Angst vor Bergen. Ja, das auch. Aber aber allein wenn ihr dann die ganzen neu gebauten Sachen seht und dann die Feature, die da drin sind und dann auch mal ein bisschen kleiner spielen und so schön muckelig spielen und nicht immer der Main-Tester sein im Stream oder so. Ich glaube, ich habe da Bock drauf, aber ich werde mich selber hassen für die Fütterung. Also Achimobil hat es möglich gemacht, dass wir die Fütterung jetzt so machen können, wie wir sie schon immer haben wollten. Und ich hasse Achim genauso dafür wie mich selber, dass wir das jetzt machen können. Weil es kann halt auch, glaube ich, sein, dass man, wenn man bei entsprechender Tierzahl auch mal eben einfach eine Stunde am Füttern ist. Und das, ist für, wenn man so gemütlich spielt, bestimmt schön. Aber wenn man im Stream ist und was zeigen möchte, Ach, hast du heute in 3-Stunden-Stream gemacht, ich hab meine Viecher gefüttert. Mhm. Futterroboter muss her.
Hat er ja schon. Ja, das wissen die ja noch nicht. Habe ich noch nicht gezeigt. Also, ich sag es mal so. Ich habe meinen Kuhstall abgerissen und habe einen neuen Kuhstall. Ja, hallo, Timo. Wir haben 16-Mann-Server. Da gibt's nicht vielleicht mal Spielen. Wenn du nicht dabei bist, dann gibt's Popoklatsche, ey. So, ich hab den Gea-Feeder von Castor hier drauf. Ich muss mich bei Castor entschuldigen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so eine gute Qualität ist, das Modell. Sage ich ganz ehrlich, ne? Tut mir echt leid, habe ich nicht gedacht. Ich wusste gar nicht, dass du mittlerweile auf dem Qualitätsniveau baust. Hier glitschen weitaus weniger die Tiere irgendwo durch als woanders. Es passt, um entweder einfach nur hier mit dem Futtermischwagen durchzufahren. Aber er hat zum Beispiel auch schon Strohplan und sowas in den Boxen, ne? Also, oder man kann halt den Gea-Feeder benutzen, der ja auch mit Mais Plus funktioniert, ne? Gibt ja die Mais Plus Version, das ist natürlich hier jetzt dann die Terra Life Version, die aber mehr oder weniger noch identisch ist mit der Mais Plus Version. Das heißt, ich kann dann auch den Leuten zeigen, wie das mit dem Mixfeeder und so weiter geht, mit den einzelnen Komponenten. Also ihr bekommt da halt auch ein bisschen dann gezeigt, wie das geht. Der ist ja mal richtig schick, der Stall. Mhm. Habe ich echt nicht erwartet. Ne? Das tut mir, ist mir wirklich peinlich, ne? Dass ich gedacht habe, hier ist so Schuhkarton mit Textur. Nee, der ist wirklich schön gebaut. Wirklich schön gebaut. Und hier, wo du die kleinen Sachen reinfüllst, ne? Hier Mineralfutter und so ein Kram. Und dann fährt der hier drunter. Also das ist schon, der gefällt mir um Welten besser als der Giant-Stall, muss ich ehrlich sagen. Und Nexon, hi. Aber ich mache nur Fleischrinder in reiner Weidehaltung. Ah, dann kommst du bei mir auf den Hof, dann machen wir zwei zusammen. Wir kriegen da schon was geschaukelt. Du weißt, dass es auf der Holzer einen Hof gibt, der Wagyu züchtet, ne? Mäp. The Spoiler King. Hast du das nicht mitbekommen, wo ich letztens mit Ludi, wo ich dem in seinem Holzer... Ja. Ja, lieber Timo, ne? Also die Wagyu brauchen wir noch. Doch noch die 11. oder 12. Rasse. Erinnere mich an Star Trek. Die 5. Rasse. An Stargate, sorry. Schaut echt gut aus, der Stall. Ja, und der passte wirklich wie Faust aufs Auge gerade so hier hin. Ich musste zwar Bäume abreißen und so, ne, aber ich komme noch hier durch. Und habe hier hinten noch den zum Fahren vorbei. Also der ist halt, der kommt schon. Gibt's von der Holzer auch schon einen VIP-Stream? Nein. Von der Holzer, das Erste, was von der gezeigt wird in einem Stream oder so, werden unsere Beta-Streams sein. Das heißt, wenn Terra Life soweit ist, es wird keinen Stream von der Holzer geben, bevor die nicht im Terra Life drin ist. Ludi baut im stillen Kämmerlein, aber wenn Ludi mal Bilder postet, kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die auf der Holzer entstehen. Wie hieß die nochmal? Erna Kaczynski? Ja. Koschinski, Luise Koschinski. Luise, genau. Ja, scheiß die Wand an. Guck mal, was Timo schreibt. Ja. Scheiß die Wand an, ist halt schön, ja. Die sind schon fertig. Aber warte nur, wenn ich eine Massage hat. Ja. Ich glaube, die blauen Belgier hat Timo auch schon, meine ich. Ach, das ist schön, dass ihr zwei euch jetzt endlich offiziell miteinander unterhalten könnt, ey. Dass ich im Stream nicht wieder ins Schwimmen komme. Siehst du, hab ich doch gesagt, hat er schon. Ach, Chris und Timo, ich liebe euch beide. Echt absolut. Das ist so. Endlich Leute, die mit den Tieren genauso bekloppt sind wie ich. Und nicht immer nur an Radschrauben und Ölpumpen denken, sondern auch wirklich mal an die Tiere. Ja, auf der Holzer wird es ja wahrscheinlich dann auf Fleckvieh hinauslaufen. Ja, also hauptsächlich. Ne? Aber wenn wir die BGL spielen, dann bin ich tatsächlich am Überlegen, Mutterkuh oder sowas zu machen. So. Oder Mast oder beides so in Kombination.
Ja, Nightclock, ich muss sagen, ich habe ja schon überlegt, ne, ob ich mit dir nicht nochmal ein Gespräch führe. Weil, aber ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Probleme mit dem verrückten Wiener. Ach ja, jetzt so ein Wiener. Schnitzel. Rassist. Und dann sagt, ein Österreicher. Nee, wir, Kloki, glaub mir, wir reden noch. Also lass dich nicht von irgendwelchen anderen betatschen, ne? Ich werf dir auch noch einen Ring zu. Das ist ein Versprechen. Ja, du, wir müssen... Ja, das ist die Ostseeküste. Wir müssen schauen, dass wir jetzt die Tage dann mal ein Team-Treffen nochmal machen. Wobei wahrscheinlich im Moment ja Chris und Timo, ihr zwei, könnt euch ja im Moment schon so mit den Tieren was, was beschäftigen. Die Lecksteine und der ganze Kram, wo wir drüber gesprochen haben, das ist im Prinzip erst dann relevant, wenn ich mit der Fütterung so weit grob durch bin, dass wir die Sachen dann auch in der Karte testen können. Vorher macht das nicht so, ergibt das nicht so viel Sinn. Nur keine Eile, ich habe Kinder, mir wird schon nicht fahren. Nee, also da kannst du mich beim Wort nehmen. Also das, ich meine das auch so. Und wer mich kennt, weiß, dass ich zu meinem Wort stehe. Das ist für mich wichtig. Muss ich mal gerade gucken. Ich konnte das mal mit dem Zollstock. Ob ich das noch kann, weiß ich nicht. Mal Flasche aufmachen. Woo! Das hat man, glaube ich, gehört. Hast du es gehört? Nee, Discord nimmt sowas ja raus. Du, das war aber so laut. Nee, das kam bei Discord nicht durch. Also, Prost, ne? Nochmal Norddeutsch. Ach nee, ich hatte gestern genug. Hemelinger Spezial. Gestern ein bisschen ausgeartet, das Grillen. Das kann ich mir vorstellen. Man konnte was... Ja, im Stream komischerweise ja, aber Discord filtert halt echt viel aus. Im Stream hört man ja auch, wenn das Alien auf Klo Wasser laufen lässt. Das hört man im Discord auch nicht. Schokohäschen! Hey, Street Chaser! Das verlernt man nicht. Die braunen Milch, ja genau. Wie es mir im Moment so geht, okay, ihr wisst ja, dass ich immer sehr viel zu viel erzähle. Gesundheitlich geht es mir richtig scheiße. Schlechter als ich dachte, besser als befürchtet. Aber so von der Stimmung her geht es mir richtig, richtig gut, weil ich liebe mein Team. Es macht mich so stolz, Teamleiter und Kreativköpfchen zu sein bei dem Team, was wir jetzt haben. Es ist so unglaublich toll. Und es hat mir so in der Seele wehgetan, nicht sagen zu können, dass Schissel bei uns ist und dass wir offiziell jetzt verheiratet sind und dass da noch ganz viele hübsche Kinder kommen. Und das tut mir richtig gut, muss ich sagen. Mir hat auch sehr gut getan, gestern mit Sam endlich mal wieder zu streamen, dass Sam Spaß und Zeit gefunden hat, zu streamen und LS zu spielen. Das hat mir auch sehr weh getan, dass er eine ganze Weile nicht konnte. Also ich habe es halt einfach vermisst. Und von daher geht es mir sehr, sehr gut. Ich bin teilweise aber auch ein bisschen überfordert, weil, wie gesagt, früher hast du halt Ideen gehabt und hast dann verkniffen, weil, ist nicht machbar und so. Und jetzt hast du irgendwie im Teamchat... Wer soll das alle noch machen? Ja, und im Teamchat oder so oder im Voice hast du irgendeine dumme Idee und einen Tag später liegt das schon auf der Platte. Das ist schon ein ganz anderer Pace, den wir jetzt haben. Und das alles mit guter Laune und Leute, die sich verstehen. Was ich körperlich habe, ich habe damals den Unfall gehabt, mit dem, wo ich mir ein Drittel vom Finger abgerissen habe, was an sich nicht so schlimm wäre, wenn ich denn bei einem guten Chirurgen gelandet wäre und hätte nicht über drei Jahre nach OPs gehabt und dauerhaft Schmerzen, dementsprechend sehr, sehr viele Schmerzmedikamente,
und habe mir damit halt komplett den Körper kaputt gemacht. Ich bin von 108 Kilo durchtrainiert, super fit, zu 135 Kilo, ja, alter Mann, kaum noch bewegen können und untrainiert geworden. Und das schlägt sich dann natürlich auch in Depressionen nieder und so, wenn du dann halt nicht mehr so bist, wie du gerne wärst. Und mir laufen mittlerweile die Beine an, ich kriege Wasser in die Beine und all so ein Scheiß und meine Pumpe und ich darf jetzt nicht mehr so viel Zucker zu mir nehmen und also halt so all den Kram, den du eigentlich nicht haben möchtest. Und wenn das dann natürlich halt vom Kopf her mitunter, ich zeige nochmal kurz die Fruchtzerstörung hier, also ihr seht, ne, Ölrettich geht auch kaputt. Und wenn du dann natürlich vom Kopf her aber so viel um die Ohren hast und nicht um viel kümmern musst, bist vom Kopf her aber dann eher depressiv unterwegs, mit Depressionen unterwegs. Und Depressionen sind ja nach wie vor, was bist du für ein Weichei oder so. Nein, hat damit nichts zu tun. Du bist Streamer und FA-Chef beruflich, oder? Nee, also Streamer bin ich eigentlich gar nicht. Ich sehe das eigentlich mehr so wie, deshalb habe ich das auch Vlog genannt, weil wenn ich streame, dann ist das so ein mit euch über unsere Projekte reden, zeigen, Fragen beantworten und ein bisschen entspannen. Und ich bin mit Robert sozusagen Chef von der FA. Er ist sozusagen der CEO, der Finanzminister, mit mir der Mitgründer. Und ich bin so ein bisschen der Partner, Kreativmanager, so diese, oder Creative Director, wie der ganze Kram jetzt heißt. Also viele dumme Ideen entstehen in meinem Kopf und das nette Team kriegt viele Sachen umgesetzt und Spokesman sozusagen. Pharma Holgi, Dankeschön für deinen Resub im zweiten Monat. Ja, also ich bin so ein bisschen der Teamleiter, der zu 99,9% verantwortlich ist für die Leute, die ins Team gekommen sind, mit dem Ring für alle zu knechten und so. Und ich habe auf einen Umschulungsplatz gewartet. Ich wollte eigentlich eine Umschulung zum Social Media Marketing Manager machen, was dann durch Corona nicht geklappt hat. Also ich sollte eigentlich zu Lindner nach Tirol gehen, weil ich damals auch Team-Captain bei Lindner war im FSL-Team. Das hat sich dann aber ein bisschen zerschossen, zum einen menschlich und zum anderen auch durch Corona. Und da kam auch nichts mit Umschulung und so, hat nicht geklappt. Und jetzt habe ich halt gesundheitlich so derbe Probleme, dass ich wahrscheinlich in Frührente gehen muss. Slive, Dankeschön für deine 5 Abos. An Schissel, hey, wow, hast du aber Glück gehabt. Der Chris hat direkt ein Abo-Geschenk gekriegt. Mr. Steph, Graf Henry, Schuster und Showtech. Vielen, vielen lieben Dank, Slive. Vielen, vielen lieben Dank. Ah, cool, freut mich, dass es alles so wirklich geworden ist, wie es so angedeutet wurde in dem Nachtstream mit Samu. Ich weiß jetzt nicht, welchen Stream du meinst, aber ich gehe mal davon aus. Der ist schon ein bisschen länger her, denke ich mal. Ja, und es macht halt im Moment einfach wirklich viel Spaß, dass wir auch, wie gesagt, unterstützende Hilfe bekommen von einigen Leuten, auch außerhalb der FA. Auch Giants muss ich halt wirklich echt danken, dass die so ein offenes Ohr haben und so auf die Community eingehen. Natürlich immer im Rahmen des Möglichen. Man darf nie vergessen, es ist eine Firma, die muss in erster Linie Geld damit verdienen und das muss auch einen gewissen Sinn ergeben, einen Kosten-Nutzen-Faktor haben. Aber dass sie das machen, finde ich halt wirklich echt toll und hilft uns halt auch ungemein. Ich sag mal so, also 64 wachsende Früchte im letzten Patch ist nicht einfach so gekommen, ne? Also ich meine, viele wissen warum, manche können sich denken warum,
Und die, die es nicht wissen, ja. Da hat das Alien ein bisschen auch geknabbert. Benjiro, danke für dein Prime-Abo. Ja, hast du nicht mitbekommen, Master Disaster? Was geht hier oben ab, hier an Hype Train? Wow. Ja. Was muss jetzt gemacht werden? Bits gepuddelt oder irgendwie sowas? Abos verschenken? Keine Ahnung, ihr kennt euch damit aus. Macht ihr mal, ich vertraue euch. 64 Früchte, ja. Schau, ich hatte gesagt, wir bauen maximal 40 Früchte pro Karte ein. Ne? Also es sind jetzt gar nicht so viele Früchte oder so exotische Früchte. Ah, okay. Also 40 Früchte ist so ungefähr das, was wir brauchen, um alles mit Terra Life auch so darzustellen, wie wir möchten. Heißt aber, wir haben etwas über 60 Früchte, die wir natürlich zusammen in einer Karte auch schon mal testen, aber wir werden in jede Karte unterschiedliche Früchte einbauen, also niemals mehr als 40, wegen der Performance. Aber das ist halt cool, wenn du immer noch einen kleinen Buffer nach oben hast, ne? Und weil das von der Abstufung bzw. von der Erweiterung halt 32, 64, 128, 256, dass diese Stufen sind. Ich habe halt gesagt, 64 reichen uns locker. Auch wenn jetzt Giants ja noch neue Früchte bringt im Herbst, Winter mit der neuen Karte, ist auf jeden Fall genug Luft da. Und das wurde halt auch im Precision Farming angepasst, dass du für Custom-Früchte auch die Custom-Saatstärken und so verwenden kannst. Und das ist halt einfach mega, mega genial, wenn du da so eine Akzeptanz hast von Giants und auch von John Deere. Der Precision Farming da mit der Universität und so gemacht hat. Das macht einen schon ziemlich stolz, weil es geht halt echt nicht drum hier irgendwie, dass wir sagen, wir wollen den besten Mod machen oder wir sind die Größten, sondern es geht einfach darum, die Feature in den LS zu bekommen, dass die Leute, die wirklich Landwirtschaft verstehen möchten, in so einem gewissen spielerischen Lehr- und Lernauftrag die Sachen nachspielen können. Oder der Landwirt, der abends vielleicht mal Bock hat, oder der Landwirtssohn, der Papa nachspielen möchte, dass die Sachen drin sind. Und da brauchst du keine Millionen von verschiedenen Früchten und keine Erdbeeren, die du mit dem Drescher erntest, sondern halt Sachen, die realistisch nachgestellt werden. Und das in einer Zeit, wo die Landwirtschaft sehr, sehr viel auf den Deckel bekommt und immer der Buhmann ist, dass Leute dann, die den RS spielen und vielleicht nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, da ein bisschen Hintergrundwissen und einen Einstieg bekommen. Das ist so das Ziel daran. Nee, du musst nicht 40 Felder bewirtschaften, weil es gibt ja auch Zwischenfrüchte. Also das heißt, Früchte werden ja auch auf... Zum Beispiel hier ist jetzt der Ölrettich. Hier hätte ich jetzt eine Maispro oder eine Warm Season reingesetzt, um danach dann Gerste zu säen. Fährt er schon wieder. Also das heißt, die Zwischenfrüchte... Wo ist er denn? Straße, Hauptstraße. Oh. Rechts von dir. Jetzt hinterm Blühstreifen. Und hier von wegen 40 Felder bewirtschaften, weil 40 Früchte. Es gibt ja keinen Betrieb in der Realität, der sämtliche Auswahl an Früchten anbaut. Also wenn... Also wenn jetzt hier, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier 15 Zwischenfrüchte hätten, die sind ja auch nicht immer alle zeitgleich da, aber der eine arbeitet noch nach althergebracht, heißt, nach der Gerste fährt der Mist auf die Fläche, grubbert das, bringt da den Gelbsenf aus, lässt ihn im Winter abfrieren, mulcht stehen und macht dann eine schwarze Furche über den Winter. Der andere, der sagt, ich möchte immer begrünt haben, nimmt dann Mais Pro, sät das nach der Gerste ein, vielleicht sogar fluglos. Das sind halt alles diese Unterschiede, die man halt auch zeigen möchte. Oder das hier zum Beispiel, der Feldfutterbau.
Das Kleegras ist eigentlich auch eine Zwischenfrucht, die du, ne, dass du halt mehr Nutzen hast. Das heißt nicht 40 Früchte gleichzeitig immer auf der Karte, aber du musst sie halt drin haben, damit du eben auswählen kannst. Hype Train Erfolg, wow. Ich werd ja knussig hier. Geil, geil, geil. Danke, 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 danke. Ihr seid ja richtig cool. Das ist einwandfrei mit G von Kosmal. Moin. DZP, ja moin. Houston, hi. Ne, also das ist halt dieses nicht erschrecken lassen, auch die Sache mit den Slidern hier bei den Tieren. Wenn jetzt hier dann nachher bei den Kühen oder wenn bei den Tieren hier 50, 60, 70 Slider sind, klar, da steht dann zwar immer drauf, was du dann da jeweils reintun kannst, aber das ist nur für die Leute relevant, die keine TMR machen, ne? Damit ihr wisst, wie eure Futtermittel aufgeteilt werden. Im Moment wird ein Futtermittel auf 4 Faktoren getestet. Es ist Grundfutter, es ist Raufutter, es ist Saftfutter, es ist Kraftfutter. Das heißt, du hast einen Luzerne-Silageballen, der eigentlich Raufutter ist, kann mitunter auch Grundfutter sein, ist aber auch ein Proteinfutter, ist auch mineralstoffreich und dementsprechend kann das halt Milchleistung bringen. Also diese Faktoren, wir können jetzt den Luzerne-Ballen auf mehrere Faktoren aufteilen, auf mehrere Wertigkeiten und ihr könnt euch halt entscheiden, was fütter ich. Also wenn du jetzt beim Raufutter rohfaserreich hast, wäre Stroh. Energiereich wäre Grassilage. Proteinreich wäre Klee- oder Luzerne-Silage. Und diese ganzen Sachen klingen erstmal super kompliziert, sind sie aber eigentlich nicht. Der Deutz-Fan, Hallöchen! Ne, also es geht wirklich nicht darum, also ich meine an die Älteren unter euch und ich meine jetzt nicht vom Alter her, sondern an die Älteren von euch, die noch die Mod-Hoster-Zeiten mitgemacht haben. LS9, LS11, wo das dann anfing mit den Erdbeeren, Kohl und was nicht alles, was dann mit dem Mähdrescher geerntet wurde und so. So ein Blödsinn wollen wir nicht. Also wir bringen Sachen, wo wir auch die Erntefahrzeuge für haben oder wo die für im LS sind. So können wir zum Beispiel jetzt auch Futterrüben machen, die ja eigentlich am Blatt rausgezogen werden und da 4D-Modding so einen alten Rübenroder gebaut hat, der am Blatt die Rüben rausnimmt, können wir euch die Futterrüben anbieten. Bei den Möhren und bei den Kartoffeln gehen ganz liebe Grüße raus an Ruhe Landwirtschaft, an die Jungs von dem Betrieb, die halt auch mit dem Grimme 260 machen die Kartoffeln und auch Möhren aus. Das heißt, wir haben einen Möhrenernter für diese Futtermöhren zum Beispiel. Und also, dass man wirklich da die reale Landwirtschaft nachspielen kann, das ist uns halt wichtig. Und natürlich haben wir auch alle ein bisschen einen an der Klatsche, weil wir halt auch alle irgendwie mit Modelleicher groß geworden sind, der halt auch sehr viel Wert auf Realismus legt, wo wir dann halt auch immer so ein bisschen getriggert sind. Manchmal für sich selber würdest du vielleicht mit dem Mähdrescher die Erdbeeren ernten, aber dann denkst du dir, nee, ist auch irgendwie doof. Und da hat er dann schon recht, ne? Und das, was er zum Beispiel an Realismus für Fahrzeuge und Gebäude hat, ist mein Realismus, Fetisch halt, Pflanzen, Bodenbearbeitung, Fütterung, Tiere, das ist mir extremst wichtig. Und da möchte ich so viel Realismus haben wie möglich. Und Realismus heißt da nicht immer, dass es unbedingt schwieriger ist oder komplizierter oder mehr Aufwand, sondern einfach nur, dass du es richtig machst. Hier wird gerade Ölrettich gemulcht. Mettbrötchen. Das Ölrettich, den haben wir ein bisschen angepasst, dass der mehr Wachstumsstufen hat und auch hier Fruchtzerstörung. Weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Also der geht beim Drüberfahren, fährst du den auch runter.
bestimmt, wo ist Sam, Kartoffeln sind drin, nichts mehr mit Hirsch fahren. Okay. Achimobil, moin. Ja, da kann ich an ihn auch direkt das ganz große Lob aussprechen. Und das ist auch einer der vielen Verrückten bei uns im Team, der halt mega verrückt ist und gerade im Moment extremst viel ermöglicht und halt auch genau das gleiche Maß an Verrücktheit hat wie wir anderen und aber durch seine Skriptfähigkeiten sehr, sehr viel halt umsetzt. Schwacker Pete, ich versuche 50 Follower zu erreichen. Würdest du mir zurückfolgen? Ja, Leute, ihr könnt mir mal folgen, wenn ihr wollt. Was machst du denn für Content? Tracker Pete 13. Ich hoffe, du bist nicht nur erst 13. Aber in der Regel finde ich das so ein bisschen komisch, wo reinzukommen. Und das Erste, was man schreibt, anstatt Hallo oder Guten Tag oder so, ich suche Follower, kannst du mich... Weißt du, das ist so Höflichkeit, Social-Media-Kompetenz, Umgang mit anderen Leuten. Und wenn du das halt nicht hast, weiß ich nicht, ob ich dir jetzt folgen möchte. Nee, das ist auch mit der Eigenwerbung, das sehe ich teilweise nicht so eng. Es geht halt einfach darum, wenn man irgendwo reinkommt, dann sagt man Hallo. Dann sagt man Moin. Und nicht, welcher Idiot hat da draußen auf meinem Parkplatz geparkt? um das mal etwas extremer zu sagen. Wer hat an meinem Tellerchen gegessen? Die gute Stube eben, genau. Wir sind total offen und unterstützen gerne jeden und viele und alles, aber das ist so eine Basic-Voraussetzung. Und wie sieht dein Gemähtes aus, Rainer? Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, auch, dass so im Feld ein bisschen mehr lag. Ich weiß nicht, ob das eine Stufe weiter war als die anderen, aber... Borsti, moin! Chris, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Gras und Wiese? Naja, der Unterschied ist eigentlich zwischen Wiese und Weide. Eine Wiese kann halt auch eine Mähwiese sein oder eine Streuobstwiese. Und eine Weide ist halt, wo halt dauerbeweidet wird zum Beispiel. Unterscheidet sich in der Gräserzusammensetzung ein bisschen und auch im Ertrag und auch von der Art, wie du es pflegst. Sam hat gestern gestreamt, ich glaube, heute ist er nicht dabei, aber am Dienstag werden wir auf seinem Hof Mais häckseln. Da ist der Server voll und Sam hoffentlich auch mit dabei. Da häckseln wir bei Sam den Mais weg. Gestern hat er das erste Mal wieder gestreamt und hat auch Spaß gehabt und ich habe gesagt, du musst heute nicht unbedingt dabei sein. Wir lassen die Zeit noch stehen. Einfach, dass er sich langsam wieder dran gewöhnt und nicht den Spaß direkt wieder verliert. Ne? Und am Montag streamt Achim, auch nicht vergessen, bitte. Also Chris, nochmal, um darauf zurückzukommen, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Wiese und Weide. Ne? Das ist halt, es gibt natürlich dann auch den Unterschied zwischen Mähwiese und Mähweide, also eine Weide, die auch, wo zum Beispiel erste Schnittfleisch gemacht wird und dann beweidet wird. Oder halt eine reine Wiese, die halt wirklich nur gemäht wird. Da ist halt die Graszusammensetzung wirklich eine andere. Bei Schnittnutzung ist das immer was. Ja, das ist. Ja. Nee, ich weiß. Aber das ist bei uns noch anders. Das Problem ist, dass das Mido. Das Mido, was Giants hat, ist eigentlich Pasture. Eigentlich müsste das Mido-Gras Pasture-Gras sein. Wir hatten das im 19er so. Aber Sam hat bei der Translation, bei Mais Plus, hat er Mido hingeschrieben statt Pasture, obwohl es eigentlich Pasture-Gras hieß.
Und ich habe die Befürchtung, dass sie das von da übernommen haben, weil die haben ja auch damals aus der Forage Extension dieses Alcantara, Inkarase-Gras genommen, anstatt das Ackergras. Also ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen someone was lost in translation. Ja, ist absolut, ist das nicht nur schön zu hören, sondern es ist halt auch schön, es freut uns halt auch, dass er wieder da ist. Oh, hier fehlt noch Deko, sehe ich gerade. Ein bisschen was hinmalen demnächst. Zwiebeln gehören auf den Tisch mit den Kartoffeln. Warum steckst du Kartoffeln und Zwiebeln in den Boden? Sag mal, was bist du denn für ein Bauer? Du musst das essen. Der DZP ist immer nur Sachen in den Boden am Verstecken, ne? Da kann ja nichts aus dir werden. Da kriegst du doch nie Fleisch auf die Rippen. Saschelm, grüß dich, hi. Muss halt einfach mal ein bisschen mehr essen, Jung. Du Schlumpf. Ja, aber habe ich denn so Unrecht? Du versteckst das immer nur. Du hast das ganze Jahr über Ostern. Also, und noch eine andere Sache. Muss ich Björn jetzt mal für loben, ne? Also es ist ja wirklich eine Sache hier. Also die sind noch nicht angepasst, die Farbtöne, ne? Die müssen wir noch anpassen. Aber es ist ja eine Sache hier jetzt zum Beispiel, die Gräser und so, ne? Nachher mit verschiedenen Grüntönen zu besetzen. Aber das hier ist das Kleegras. Ich finde das Kleegras wunderschön. Das ist jetzt hier auch so voll in der Blüte, ne? Deshalb ist das Gras auch so ein bisschen abgereift. Aber wenn du 10 verschiedene Grassorten, Kleesorten, Luzern und alles hast und da die Grüntöne alle nicht zu grell zu machen, schön in die Landschaft einzubinden, aber trotzdem erkennbar anders zu haben und das dann nochmal multipliziert mit wet, aufbereitet, angewelkt und Heu und Silage. Ich weiß nicht, was in Björn seinem Kopf vorgeht, aber da muss ein Atomkraftwerk explodiert sein oder so. Jeder Farbton, den er bis jetzt gemacht hat bei den unterschiedlichen Gräsern, ist richtig geil. Und ich hatte am Anfang gesagt, wir müssen wirklich schauen, dass wir von den Farbtönen her nicht zu grell werden, weil das natürlich bei jedem Lighting-System, bei jedem Shader immer wieder anders wirkt. Und das ist die große Herausforderung, dass wenn jemand einen Reshade benutzt oder einen Video-Shader benutzt, dass das auch noch unterscheidbar ist. Mittlerweile klatscht da nur ein kleines Äffchen, auch so mit der Trommel und so. Nee, das ist wirklich, wirklich ganz dickes Lob an dich. Das hast du im 22er jetzt 1000-mal besser gemacht, als wir zwei zusammen damals im 19er. Klar ist die Beleuchtung jetzt auch eine andere, ne? Und so, aber das ist, und ich mag das ja alles ein bisschen blasser. Ne, also ich bin ja zum einen Brillenträger und ich hasse Scheiben von Trecker zu putzen. Das heißt, für mich sieht die Natur auch so aus, wenn ich aus dem Trecker gucke. Ich mag das halt gerne, aber es ist halt trotzdem unterscheidbar. Und ja, wirklich echt toll. Wirklich, wirklich toll. Da kann ich wirklich nur ganz großes Dankeschön sagen. Und ja. Ach so. Und dann natürlich auch noch für die Pflanzentexturen und so in den Kram. Und dann auch noch ein ganz fettes Lob an Robert, der hier den Raps halt auch komplett überarbeitet hat. Das ist jetzt die zweite Wachstumsstufe vom Raps, ne? Also die erste Wachstumsstufe ist schon durch, die jetzt im Vanillaspiel auch nicht so toll aussah. Hat er angepasst und es sieht halt wirklich richtig geil aus. Und was wir halt auch haben, wir haben bei jeder Kultur jetzt auch eine Winterruhe. Das heißt, es gibt noch wir haben ohne jede Menge neue Wachstumsstufen, aber wir haben halt auch eine Winterruhe. Das heißt, die Pflanzen gehen auch in eine Winterruhe, was nochmal eine andere Textur ist.
Und das heißt, dass Raps zum Beispiel auch über den Winter etwas auswintert. Das heißt, so dicht wie der jetzt steht, wird der im Frühjahr nicht mehr stehen. Und dann muss der das ja wieder aufholen. Also wirklich jetzt nur mal was, ungeachtet von den Skriptern, ungeachtet von Achim Braven und ungeachtet von Timo mit den Tieren und alles, ne? Das, was Robert und Björn im Moment an Zeit und XML und Photoshop in die Pflanzen stecken, ich liebe euch Jungs einfach. Ich liebe euch einfach wirklich, das ist unglaublich. Boah, Rainer, ey. Hm? Achso. Ja. Bist ein Arsch. Ich fand den gut. Ja, der ist auch gut. Und das kann ich im Moment halt auch bei jedem Teammitglied sagen. Jedes Teammitglied hat da seine eigenen Bereiche, wo es absolut geil ist und wo aber ohne den Bereich das andere nicht möglich wäre. Und das macht halt richtig viel Spaß. Welches Kreuz aktiviert? Was habe ich für ein Kreuz aktiviert? Also mein Kreuzrücken ist im Moment kaputt, da ist nichts aktiv, aber welches Kreuz meinst du? In der Karte? Wo ist dein Kreuz? Wo ist da ein Kreuz? Mal gerade warten, bis er schreibt, gehe ich mal ganz kurz ein bisschen Wasser lassen. Ich bin direkt wieder da. Wenn ich reinzoome, okay. Habe ich kein Kreuz. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was du meinst. Sorry, das ist jetzt nicht böse, aber das weiß ich gerade nicht. Also es sind ja noch ein paar Wochen, ein paar Monate, die wir streamen und wo wir euch mitnehmen, wo ihr halt die Entwicklung und so mitbekommt. Es werden wirklich noch einige lustige und tolle Sachen sein und es werden mit Sicherheit auch Sachen dabei sein. Die euch nicht so gefallen werden oder so, aber wir sind bei manchen Sachen einfach, dass wir sagen, wir möchten das so haben, weil sonst das System nicht passt. Ich habe keinen Controller dran, Achim. Das, was jetzt hier gerade mal so kurz aufgetaucht war, ich weiß nicht, was das ist. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Wo das gerade herkam, dieses Quadrat. Keine Ahnung, Zufall. Ja, also es werden mit Sicherheit ein paar Sachen sein, wie zum Beispiel, dass wir ein Minimum an Tagen, die ihr spielen müsst, festlegen werden.
weil, wie gesagt, unser komplett neues Pflanzen- und Tiersystem halt eine gewisse Anzahl an Tagen braucht. Wenn ihr es seht, werdet ihr verstehen, warum. Und allein auch schon, um auszuschließen, dass diese ein Tag pro Monat Fraktion, die sich dann wundert, warum sie da 3 Millionen Liter Futter bei den Tieren reinkippen müssen, einfach um die auch einfach so ein bisschen außen vor zu lassen. Lederjackenvater, hi, boah, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gelesen. Dich habe ich ja echt schon ewig. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Boah, wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr. Also ich glaube, vielen Leuten wird das gefallen mit den Tieren und mit der Fütterung. Die Leute, die so ein bisschen sich um Mais Plus und Seasons und so bewegt haben und auch mit dem Animal Grazing. Ich denke, ihr werdet da schon Spaß mit haben. Das leider wird noch ausgeblendet, Nightcloak. Das ist im Moment nur so da drin. Das wird nachher nicht mehr zu sehen sein. Das kann ich dir auch beantworten. Warst du immer im Lurk oder bist du jetzt gerade im Lurk, Lederjackenvater? Nee, die Slider, die werden noch ausgeblendet. Die Slider sind ja auch nur drin, weil manche Leute nicht verstanden haben, was die Einträge da bedeuten. Ja, das macht nicht nur Achim Mobil wahnsinnig, das macht mich auch wahnsinnig. Achim Mobil hat anfangs, also in Achim haben vor anfangs überhaupt die Slider-Einträge wahnsinnig gemacht. Aber mittlerweile hat er halt auch mitgekriegt und verstanden, warum die wirklich super nötig sind. Weil es halt, es gibt halt Leute, die verstehen es auch nach dem 10. Mal erklären nicht, wie das funktioniert in der AFA. Die werden wir aber hier, weil du kannst ja hier immer anklicken, ne? Was dann da drin ist, und da wird dann nicht mehr Slider stehen, das wird dann nicht mehr eingeblendet sein. War und bin. Wie geht's dir denn? Ich habe, wie gesagt, so ewig von dir nichts mehr gehört und gelesen. Wie sieht es denn mit bei den vielen Sorten und Wachstumsstufen wohl mit der Performance auf schwächeren Rechnern aus? Rainer, dein Einsatz. Gut, so schwach ist mein Rechner ja nicht, ne? Also. Ja, aber. Also ich habe jetzt beim Wechsel von von dem normalen Ostküste mit Mais Plus zu den Alphas hier bis jetzt noch keinen Performance-Unterschied gemerkt. Das war übrigens auch gestern total geil und total süß. Sam konnte gestern nicht rummotzen, ne? Er hat auch keine Performance-Einbrüche gehabt oder so. Wir achten, also das ist im Moment, warum dann halt auch manche Sachen. Ich muss wieder das Ding ausmachen, ich brülle da immer sonst gegen an. Das ist auch eine Sache, die ist mir super wichtig. Und da habe ich wirklich Björn und Robert auch gesagt, Jungs, haltet euch zurück. Wir nehmen nur, pass auf, jetzt gehört, Numblocks per Unit. Ich habe es mir gemerkt. Giants auch nimmt. Also wir haben nur die Vanilla-Pflanzendichten. Versuchen, dass das damit hübsch aussieht. Und wenn jemand dann nachher das, so wie die ganzen hier Insta-Poser, ne, immer mit den, auch mit dem Gras und alles, dann die Dichte auf total eng und so, klar sieht das geil aus, ist aber Multiplayer und spielbar, kann sich aber ja jeder dann hochschrauben. Aber wir möchten und müssen eine Performance haben, die auf jeden Fall Multiplayer-fähig ist. Und ich behaupte einfach mal, wenn eine Karte Multiplayer-fähig ist, läuft die auch auf schwächeren Rechnern. Weil Server, Internet. Und die Server haben keine hohe Single-Core-Leistung, die sind ja auf mehrere Kerne und so ausgelegt. Also das muss alles da laufen. Und wenn es da läuft, dann ist das auch gut. Und wir achten wirklich jetzt erstmal darauf, dass wir alles so performance-schonend wie möglich einbauen. Wenn wir dann noch Luft haben, ihr kennt uns, wir können noch eskalieren. Aber in erster Linie erstmal so performance-schonend wie möglich einbauen. Manche Sachen tatsächlich sind dadurch nicht so schön.
Aber das Verhältnis von schöner haben und Performance-Einbrüche haben steht da in keinem Verhältnis. Das heißt also, wir sind wirklich sehr darauf aus, weil wir halt auch darauf aus sind, dass dann für die nächsten LS Sachen in den auf Konsole kommen und die neuen Konsolen sind weitaus performanter als die meisten Spiele-PCs, die da draußen sind. Und von daher, denke ich, haben wir eine ganz gute Balance gefunden. So, ich fange jetzt mal an, bei mir Rüben rauszumachen. Pumpkin, die Mulch-Textur sieht richtig gut aus. Auch von Björn, aber ist auch noch Alpha. Ist, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte. Das ist noch nicht final. Also das meiste, was ihr seht, ist nicht unbedingt schon finale Textur oder so. Oder wir haben halt auch, weil wir jetzt auch die Möglichkeit haben, viel mehr Spray-Types und Ground-Types zu machen, haben wir oftmals, dass wir 10 oder 20 Mal die gleiche Textur verwenden, wo nachher, also damit ihr nicht merkt, dass wir dann eine andere Textur haben, wo dann nachher eine ganz andere Textur plötzlich erscheint. Ich kann euch mal ganz kurz noch was zeigen hier, weil ich das ja im englischen Stream oben gemacht habe. Also hier oben seht ihr zum Beispiel, jetzt wenn wir hier unten anfangen, da ist halt hier das normale, das, wie heißt das, separierte Gülle, ne? Die benutzt ja die normale LS Manurtextur oder sowas. Unser flüssiger Carbokalk ist der hier. Unser trockener Carbokalk ist der hier. Das hier ist der Vanillakalk. Hier ist unser Kompost. Der ist aber auch noch nicht final. Das ist ein bisschen ein Problem im Moment, diese Kompostpartikel darzustellen auf dem Boden durch diese, wie heißt das jetzt nochmal, Rainer? Sind das die Heatmaps oder wie heißt das? Ja, Heatmaps hier, wie heißt das denn? POW, POM, POM, OEM. POM, genau, ja. Wo die Pixel ja so ein bisschen gezogen werden, um das so zu machen. Und da leiden im Moment die Kompostpartikel am meisten drunter. Und wir haben dann halt auch hier, Door kann man sehen, da ist die im Prinzip, wo ich den in den Ölrettich reingesät habe, ja, wo ihr dann halt seht, dass der Ölrettich auch noch auf dem Boden liegt, also nach der Sämaschine war nur hier das kleine Stück. Das ist halt auch da, ne? Also an so Sachen arbeiten wir halt auch, weil wir, wie gesagt, im 19er hatten wir, glaube ich, 6 oder 27 neue Ground-Types und ich glaube 10 oder 12 Spray-Types. Und Giants hat ja dann schon mal ein paar in 22er gebracht. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viele neu machen und das System ist halt auch relativ dann drin. Also da erwartet euch auch noch einiges, aber das zeigen wir halt, wie gesagt, nicht jetzt. Ach, habe ich das Hood ausgemacht? War schon auf Screenshot-Modus. Da wird euch halt auch noch einiges erwarten. Gerade erstmal Döner bestellt. Ja, lasst ihr schmecken. Ich hatte mir die Tage einen Döner-Teller bestellt, ohne Salat und auch eigentlich nicht mit scharf. Ich habe den halben Teller nicht geschafft. Ich bin alt. Und wenig scharf so, also Tzatziki und scharf ist halt in getrennten Schälchen dabei gewesen. Tzatziki draufgetan und das bitte nicht so scharf habe ich nicht draufgetan. Das habe ich gestern Abend auf einem Toast gegessen, auf Wurst und Käse. Da habe ich das nicht so scharf drauf getan. Und ich kann euch sagen, jetzt wird es ekelig, es tut mir sehr leid. Aber wenn zwischen Essen von nicht so scharf und Toilettengang eine Verfärbung des Outcomes sichtbar ist, was das sehr nah an das an, dann war das nicht so scharf, sehr scharf. Alter Falter, ey, ist mir da gestern der Hals bald weggeflogen. Ja, es hat schon echt gebrannt. Scharfer Fill-Type, ja, genau. Ne, das Gute ist halt, dass die das nicht immer da drauf klatschen, ne? Also, dass du es separat bekommst, dass es nicht so matschig ist. Aber, holla die Waldfee.
Kannst du ruhig freigeben, ne? Da brennt die Kimme, ja, absolut. Ja, richtig scharf, das ist ja dann, glaube ich, diese dunkelrote Soße. Also es ist schon die etwas heller rote gewesen, aber alter Falter. Mad Dog, hi, auch schon ewig nicht mehr gelesen. Sushi nehme ich auch, immer Wasabi. Das muss dreimal brennen. Brennt zweimal. Ja, das war echt übel. Das war echt übel. Das ist aber, ich glaube, Schärfe ist ja was, das trainiert man sich an, ne? Also du bist ja nicht, glaube ich, nicht grundsätzlich schärferesistent, aber wenn du nie was Scharfes isst, wirkt das halt anders, und wenn du häufiger scharf isst, dann gewöhnst du dich, glaube ich, auch ein bisschen dran, oder wie ist das, Rainer? So, du als Koch. Denk mal. Schärfe ist ja an sich eigentlich nur ein Schmerzempfinden. Ach echt? Ja. Ich sag doch, das tut weh. Hier so Chilischoten schneiden, ne? Du weißt, was ich meine. Ich sag doch, das tut weh. Das kannst du einmal schmecken und einmal fühlen. Kumpel ist mit einer Thailänderin verheiratet, der kann gut Feuer kochen. Oh ja, Kumpel von mir damals, große Klappe hoch drei, ne? Von wegen, er Türke, und er kann halt scharf essen ohne Ende, ne? Er kennt da nichts und was die alle haben und so. Waren wir indisch essen, und ich sag euch, das waren die besten 10 Euro, die beste 10 Euro Investition meines Lebens. Weil auf dem Weg zur Toilette bin ich halt da vorbeigegangen bei der Bedienung und hab gesagt, hier, macht bitte so scharf es geht. Und das haben die gemacht. Und indisch, also wer indisch weiß, der weiß, die sind halt ganz krank, ne, was scharf angeht. Ich glaube, da sind die Thailänder noch nicht so dabei. Und Recep hat nachher geweint. Und da war er nicht mehr so tough. Ich glaube, scharfes Essen soll auch gesund sein. Ich meine, es regt auf jeden Fall den Metabolismus an, würde ich sagen. Also wenn man sieht, wie sich die Gesichtsfarbe und die Schweißperlen auf der Stirn ausbreiten, das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr. August 12. und 13. Feldtage Nordhorn. Johnny, dankeschön für dein Abo. Burritos mit Diablo Havaneros. Sind das nicht die, wo dann immer die, wo auch so die, und überhaupt, ist das was, wo wir hinfahren müssten? Wo wir noch nie waren? Nordhorn ist halt Nordhorn. Ja, ihr habt da keine Ahnung von, Jungs. Ich hab da keine Ahnung. Das ist eine Zeit, wo ich normalerweise auf dem Trecker saß, wo ich nicht da hinfahren konnte. Deshalb habe ich mich da nie mit beschäftigt. Da, wo man die ganzen alten Deutze und so dann auch sehen kann, oder? Ja, wenn sie Deutsch-Spezialtage und hatten. Die haben ja immer Themen. Ach so. Okay, DZP, was für Thema? Jetzt sag nicht hier alte, krüppelige John Deere. Also, das war jetzt nicht so gemeint, wie es klang. Also, Entschuldigung. Also, ich meine, ne, DZP, ich hab's lieb. Patrick, tut mir leid. Ich hab's verkackt. Zweiter und dritt. Dieses Jahr bin ich nur in Wacken und auf der Agritechnica. Ja, Wacken ist ja wieder ganz andere Liebe. Also da muss ich aber auch sagen, bin ich noch nie gewesen, habe ich keine Ahnung von. Ich habe immer nur gehört, wie geil das da sein muss. Paul wollte es noch retten. Ja, so gerade, ne? Also Man weiß es ja nie, ne? Nee, ich hätte halt Bock, ich habe da mal irgendwie was gesehen, wo dann halt so ganz viele Deutsche da waren und so. Das fände ich halt schon spannend. Und auch, ich hätte auch Bock auf Fendt und John Deere und IAC und alles, aber gerade die Deutsche, so ein Intrag nochmal zu sehen, ich würde das gar nicht kapieren, dass das Ding so klein ist. Weil, ach so, wir sehen es ja bei Deutsche im Museum. Ach,
Wenn sie da einen stehen haben, ne? Ja. Da stehen da nicht sogar drei? Ich weiß ja nicht, ob die das zwischendurch mal wechseln und wie viel da überhaupt steht. Alles. Also Lars meinte ja, dass das Museum wäre ja mittendrin, also dass wir auf jeden Fall auch ins Museum können, weil man da eh durchläuft. Und was ich so gehört habe, was im Deutschen Museum stehen soll, ist ja dann schon einiges. Bin halt Metaller und von der Musik und vom Beruf her. Achso, nee, ich finde Wacken jetzt ungeachtet der Musik einfach positiv. Ich bin eigentlich nicht so der Metaller oder so, wirklich nicht. Ich bin wahrscheinlich derjenige, der nur so diese, wo ein richtiger Metal, dann sagen wir, ist ja nur Kommerz oder so, ist ja gar nicht das. Ja, weiß ich. Ne? Also, ich weiß nicht, was, ob AC/DC zählt mit Sicherheit nicht dazu, ne? Dass die, ich habe noch nicht mal Ahnung davon. Rainer, du aber. Oder ist der Rainer? AC/DC hat meines Wissens noch nicht beim Wacken gespielt. Nein, ich meine jetzt von der Metal ist doch dann da irgendwie anders, ne? AC/DC ist Hard Rock. Ja, ist Hard Rock. Ja, nee, deshalb siehst du, also ich bin da auch offen, also ich habe da keine Ahnung von, für mich, ich könnte es wahrscheinlich noch nicht mal unterscheiden. Ich kann halt nur sagen, damals als ich noch jung war und ich einen CD-Spieler hatte mit Shuffle-Funktion, war halt Metal zum Kuscheln, ne? So Kuschel-Metal und Metal-Rock und sowas. Kuschel-Rock und so war halt, also nicht die besagte Kuschel-Rock, aber gab ja auch so Schmuse-Metal-Gedönse, wo halt jeder, der Metal-Fan ist, wahrscheinlich sagt, Alter, wie weich bist du denn gepudert oder so? Deshalb sage ich, ich habe da keine Ahnung von, kann ich also nicht beurteilen. Aber das Ereignis oder das Event in Wacken muss halt an sich, ungeachtet der Musik, einfach nur geil sein. Und Metal-Leute sind ja ohnehin eigentlich super, super liebe Leute. Also, ich weiß, ich kenne kaum Musiker, die so gegensätzlich sind. Also, weißt du, so und dann die E-Zigarette mit Himbeergeschmack, weißt du? Also so total lieb, also liebe Menschen. Und deshalb, das muss da wohl ziemlich geil sein. Paul hört heimlich Strassen. Es gibt eine Musikrichtung, lieber Anso, ja? Es gibt eine Musikrichtung, lieber Anso, die ich auch in einer Kommerzversion nicht hören möchte. Ich erinnere mich da, genau, ich erinnere mich da an die Rückfahrt. Meine Migräne wurde nicht besser. Nee, aber die ist ja auch jedem gegönnt, ne? Also, aber ich sag ja auch wirklich, was das angeht, habe ich wirklich null Ahnung. Ich habe während des Studiums Security gemacht, auf so Festivals war anstrengend, wenn man selber nicht gut betankt ist. Das kann ich mir vorstellen. Herzlichen Dank für die riesige Arbeit mit TerraLife. Freue mich auf die irgendwo in Thüringen. Heißt die von Castor irgendwo in Thüringen? Ja, ich glaube schon. Boah, gut, dass wir das mal geklärt haben. Ich habe schon immer gedacht, wenn Leute gefragt haben, kommt die irgendwo in Thüringen? Habe ich immer gesagt, nee, Thüringen 3. Oder irgendwie sowas. Boah, ich habe so einen Tunnelblick, Leute. Ey, ich bin so getunnelt mit Sachen, wo ich sie nur noch wahrnehme. Das tut mir furchtbar leid. Und nochmal, Entschuldigung an Castor. Boah, habe ich ihm erst mit dem Stall was unterstellt, ne? Und jetzt das. Wo soll das hinführen? Was du auch immer für CDs mit hattest. Nee. Frank, Vorsicht. Vielen Dank dafür, spendiere ich ein Bierchen, wenn wir uns sehen. Ja, komm zur FarmCon und dann kannst du Teile des Teams Druck betanken. Es gibt Leute, die das... Ja, obwohl, das könnte bei Deutz hier oder so zu teuer werden. Oder auch bei Rainer. Die haben ein Ausgleichsventil, weißt du, so ein Wastegate wie am Turbolader. Und dann gehen wieder 10 Liter.
Ich bin dann mehr so für ein Bier und Steak. Bier und Steak, Bier und Steak, Bier und Steak. FarmCon ist jetzt so weit weg von... Ah ja, stimmt, das ist schon eine Ecke, ne? Da musst du dann auch schon... Ne, bitte keine Druckbetankung, ich bin etwas wie ein Bierfass. Ich habe noch einen 10 Liter Kanister, 96% chemisch, reinen Alkohol rumstehen, damit kriegt man jeden flach. Oh ja, vor allem kriegst du damit auch jeden entfernt. Wenn da eine Leiche in der Ecke liegt, kippst du drüber, ist sie weg. Ja, aber die Zeiten, dass ich Wirkungstrinker bin, die sind auch vorbei. Ja, man wird auch älter, ne? Man muss auch einfach mal... Wie hat, wir im Ruhrgebiet, wir sind Wirkungstrinker. Wenn wir was trinken, wollen wir was spüren. Und wenn uns einer ein Bier quatscht, dann fängt er sich eine. Nee, so schlimm ist es nicht mehr. Okay. Ja, ja, genau wie früher. Dieses hier Echsen und... Ja, und ist auch egal, ob der Scheiß schmeckt, Hauptsache knallt. Ja. Nee, das brauche ich nicht mehr. Also ich muss sagen, ich freue mich da wirklich auf die FarmCon, weil ich denke, dass wir vielleicht freitags noch nicht, aber samstags abends, wie gesagt, liebe Grüße gehen an die Agrarasse auch raus, dass wir da schon eine schöne, nette Truppe sind. Ich glaube, da ist auch, glaube ich, ein Lokal schon reserviert. Und sonntags auf dem Heimweg fahren wir dann noch bei Robert vorbei, bei Robert essen. Dann schaffe ich das auch endlich mal zu dem zu kommen. Und da freue ich mich schon drauf. Also wirklich jetzt nicht... um da Druckbetankung zu machen, sondern auch wirklich total nette Gespräche und gutes Essen, die man halt sonst so, selbst wenn man im Voice miteinander spricht, ist immer noch was anderes, wie wenn man sich persönlich trifft. Und dadurch, dass auf der FarmCon ja auch viele Kinder sind, halte ich doch Abstand von da irgendwie stritzenvoll. Also bitte nicht falsch verstehen. Wer Talk hat denn auch das Alien? Nee, es geht sich um die Sachen nach Geschäftsschluss, also wenn man wieder privat unterwegs ist. Ja, mein Gott, für uns ist das ja auch quasi dann so ein halbes Teamtreffen. Ja. Da darf man dann, glaube ich, schon mal einen trinken gehen da abends. Ja, und wir sind in Bayern, also da fällst du auch nicht auf. Nee, aber es ist halt wirklich so, es ist schon toll. Kommt aber gut was runter bei den Rüben. Mein lieber Herr Gesangsverein. Bist du Rüben am Ausmachen? Mhm. Brauchst du keine Wannenfahrt? Ich kann dir gleich wannen. Nee, ich bin jetzt auf dem Feld, wo noch keine Wanne gebraucht wird. Ach so, dann hätte ich dir so ein bisschen unterstützend. Bin auch noch am Vorgewende, am Rumkurven. Jetzt hat der Sam gar keine Rüben, ne? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, wir können ihm gar keine Rübenschnetzel in die Maissilage reinfahren, falls er zu wenig Mais hat. Ich habe das Feld da oben, was von Sam noch steht, im Multiplayer schon mal weggemacht. Da kommt ganz schön was runter. Also Sam hat gestern gesagt, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr nicht weniger Mais anbauen wird. Also er glaubt, er braucht den auch. Er kann die Fütterung ja anpassen, ne? Ein bisschen lassen. Ja. Aber ich denke auch, da kommt einiges runter. Aber ich glaube, wir werden noch einiges brauchen, ne? Grass Silage, meinst du, der Deutsch-Fan? Oder meinst du jetzt den Fill-Type? Das ist dann Gras unterstrich fermented. Dafür bin ich ein billiges Date. Ja, habe ich gehört, dass man in Wien, nee, das geht so weit, ne? Oder nee, das mit der oh Gott. Wie hieß die Band noch? Ich vergesse es, das ist mir jetzt so peinlich. Spider Murphy Gang. Das war aber nicht in Wien, das war ja woanders, ne? War ja andere. Weil er immer meint, hier Bayern gehört zu Österreich und so. Spider Murphy Gang sind aus München. Ja, ich weiß, aber weil das. Er sagte ja immer, Bayern gehört zu Österreich. So, dann haben wir das hier doch schon mal gehäckselt. Das ist doch schon mal cool. Kann man den Kram schon mal weg. Also die Ertragsanzeige bei Precision Farming, die ist knatschgrün bei den Rüben.
Ja, ich habe auch, wir haben ein bisschen gut gegeben, ja. Eine meiner Lieblingsbands kommt aus Erlangen. Feuerschwanz, kenne ich nicht. Und den Namen habe ich schon mal gehört. Ich habe jetzt gerade keinen Song parat. Was gefällt euch aktuell am meisten im LS? Das, was wir gerade machen. Die Community, mit der wir zu tun haben. Und die Offenheit und Aufgeschlossenheit von Giants. Genauer kann ich sonst nicht sagen. Ich habe gerade ein leichtes Gewitter-Internet mal wieder halb am Abkacken, okay. Genau, Achim, das Miteinander. Achim 04. Aber im Moment am allermeisten tatsächlich mein Team. Das, was wir hier gerade so mit viel Spaß auf die Beine stellen. Ihr und halt wirklich tatsächlich Giants, ne? Das ist, kann ich nicht anders sagen. Nicht immer, ne? Also da gibt es auch schöne und schlechte Tage, ne? So ist das nicht. Aber so das Gros bin ich doch sehr, sehr begeistert davon, wie viel Mühe sich Giants gibt. Och, endlich ist der Mais im Rübenfeld weg. Wenn ich jetzt nicht gerade die Flasche am Hals gehabt hätte, hätte ich protestiert. So, was wir, ich zeige euch das jetzt auch nochmal, für die, die es noch nicht gesehen haben, ich zeige euch jetzt nochmal, dass wir auch unterschiedliche Bearbeitungsstufen im Grünland haben, aber im Moment noch ohne Skript, das heißt, das wird noch umfangreicher, aber ist schon ganz cool, weil was ja total nervig ist, ist, dass du im Herbst mulchst du die Wiese nochmal, dann hast du nur eine glatte Textur auf dem Boden. Und nichts weiter ist dann da wirklich schön. Das haben wir, oder das ändern wir. Hier ist jetzt gerade das Kleegras. Kann ich euch mal kurz zeigen. Weil wir die Karte letztens getauscht haben, haben sich jetzt ein paar Wachstumsstufen verschoben. Deshalb ist das jetzt überhaupt da. Nicht, dass ihr euch wundert. Das hier ist die Winterruhe auch. Ne? Also so sieht das aus. Winterruhe und wenn ihr im Frühjahr dann die Wiese mulcht oder striegelt oder so, kommt dann nach der Winterruhe der erste Aufwuchs hier. Ne? Also da habt ihr, seht ihr einen Unterschied drin. Dann hier ist jetzt gemäht. Seht ihr ja, ne? Wo hier der Mähstreifen ist. So, und wenn ihr jetzt im Herbst die Wiese, weil hier noch irgendwo was steht, mulchen wollt, passt auf, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ich die Frontzapfelle anmachen will, mach einen Trecker aus. Ja, genau mein Humor. So, wenn ihr das jetzt mulchen wollt, weil ihr ja das Gras nicht so hoch haben wollt im Winter auf der Wiese, war es ja bislang so, ihr habt es gemulcht und dann war auch blanke Textur da. So, und dann habt ihr hier was jetzt hier drunter ist an Textur, das ist auch nicht final. Also das wird sowas sein wie Chopped Straw, aber halt in Grasform. Das heißt, ihr habt auch eine Chopped Gras Textur unten drunter. Ihr habt Stoppeln noch da und diese Stoppeln sind aber niedriger wie das vom Gemähten. Das heißt, wenn ihr jetzt hier irgendwas wegmulcht oder so, dann seht ihr das so. Und dann ist im Prinzip der Übergang im Herbst, Winter ist dann halt von dieser Textur hier, wo halt auch schon mal das ein oder andere Grasbüschelchen nicht erwischt wird. Von hier zu dem. Dann, wenn ihr es striegelt oder so, wird es halt nochmal das und dann zu dem. Und das hier ist die letzte Wachstumsstufe, also da, wo das Gras schon ziemlich reif ist. So, das heißt also, ich glaube, wir haben, keine Ahnung, schlag mich tot, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, 11, 12 Wachstumsstufen bei jeder Pflanze jetzt, oder 15, glaube ich. Ihr habt nie den nackten Boden da, also ihr habt nie nur eine blanke Textur da. Ihr seht immer, was ihr macht, also das Striegeln, das Nachsäen, das Walzen, das Mulchen, das Mähen. Es hat alles wirklich auch eine Auswirkung. Und natürlich habt ihr
habt ihr auch dann in den Gräsern und alles und auch im Klee, in der Luzerne, überall habt ihr natürlich auch hier Fruchtzerstörung drin. Ne? Also fahrt die Sachen auch platt und so. Das ist alles jetzt mit dabei bei jeder Pflanze. Bei allen Pflanzen habt ihr das. Wir haben beim Mais haben wir zum Beispiel auch noch verschiedene Stoppelarten. Einmal das, wenn du Körnermais gedroschen hast oder wenn du Mais gehäckselt hast, wenn du drüber gefahren bist, wenn du es gemulcht hast, wenn du gemulcht hast und drüber gefahren bist. Alles total variantenreich und das ist einfach, ich finde es einfach mega, mega geil. Mega geil. Das gibt so viele Möglichkeiten, also einfach die Immersivität sozusagen hat so unglaublich zugenommen durch das Ganze, dass ja, wir arbeiten im Moment an den nachwachsenden Büschen und Sträuchern, dass ihr die mähen und könnt und dass die dann nachwachsen, dass also wenn ihr an der Wiese da Büsche stehen habt und ihr die Wiese mulcht, dass da nicht die Büsche für immer und ewig weg sind, ne, so wie jetzt hier irgendwie so am Zaun entlang oder so, dass wenn ihr die mulcht, ne, wenn ihr mit dem Mulcher drüber geht in Real Life, dann schneidet ihr die Büsche ja nach unten runter, aber die kommen ja wieder. Das heißt, das ist nicht nur eine einmal Mulchaktion, sondern das habt ihr dann später auch wieder zu machen. Hier ist, was habe ich denn hier eigentlich für eine Gründüngung gerade drin? Guten Tag. Achso, und falls ihr es auch noch nicht gesehen habt, fällt mir gerade so ein, der tägliche Braven. Unser lieber Braven arbeitet im Moment an einem Skript, dass ihr Custom-Beschriftung auf die Kleidung machen könnt. Soll auch in Mod-Up kommen. Ich glaube, er hat auch schon für einen Kumpel von sich, der hat das jetzt, glaube ich, auch schon im Testen. Also da wird halt auch noch was kommen. Das wird auch mit TerraLife dann auch kommen. Wo wir dann da so ein bisschen was machen können. Ja, also das, ich finde das auch eine super geile Idee. Aber das sind halt so diese kleinen verrückten Ideen, die dann noch so am Rande nebenher kommen. So, und das hier ist die Warm Season. Das ist jetzt, glaube ich, die vorletzte Wachstumsstufe. Das heißt, das würde nachher entweder gemulcht oder mit der Messerwalze bearbeitet und dann mit der Direktsämaschine oder halt mit der Novak direkt rein dann die Gerste gesät. Also das hier ist nach Weizen ausgesät, um dann eine dauerhafte Begrünung zu haben, den Wasser zu speichern, Nährstoffe zu speichern, Erosionsschutz zu bieten, Austrocknung zu verhindern. Und da sät ihr dann nachher die Gerste rein. Und ich hab gehört, es soll auch Nova-Klamotten geben und DSV-Klamotten. So, die besagte Kreuzung. Hast du den Verkehr ausgeschaltet? Nee. Nein. Ah, nee, ich hab den aufgehalten da hinten. Tricky. Tricky. Na, da ist, also da kommt halt auch eine Menge. Also es sind ganz viele Kleinigkeiten. Ich kann die gar nicht alle so direkt auflisten. Das wird halt nachher wahrscheinlich, wenn wir die Tutorials machen und so die genauen Sachen und die Feature auflisten müssen. Das wird wahrscheinlich eine ellenlange Liste. Und wir werden bestimmt auch Sachen vergessen. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn man nachher noch ein bisschen selber was entdeckt. Neu entdeckt oder so. Ich finde es auf jeden Fall total cool. Also ich bin wirklich sehr, 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 sehr angetan von dem, wie es im Moment läuft. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich nicht noch irgendetwas walzen muss oder ob ich das... Ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen raus, was denn... Achso, weil einer fragte wegen, ob wir auch Bullen haben. Hallo. Miau, miau. Klub. Ja, wir haben auch Bullen. Das sind jüngere jetzt hier. Auch ohne Hörns.
Oh, hier ist noch Gras im Ding. Das kriege ich so einfach, glaube ich, nicht weg. Da muss ich den Stein nochmal für verkaufen. Ne, also haben wir auch. Und unsere Fersen. Also die noch nicht gekalbt haben. Die liegen hier. Natürlich, jetzt liegen sie alle, ne? Ist ja auch Knaller. Also da hinten sind auch noch ein paar, falls ihr die nicht seht. Zeit für den Terra-Life-Duden. Ne, das sind halt auch noch, ist halt auch noch alles Alpha und Timo arbeitet im Moment noch an den Animationen, an den Modellen, an den Texturen und allem. Das ist jetzt erstmal nur, dass wir einfach mal gucken können, was für einen Einfluss das Ganze auf die Performance hat. Und tatsächlich gefühlt haben die schon im Vanilla-Spiel die animierten Tiere einen höheren Einfluss auf die Performance, einen höheren negativen Einfluss auf die Performance, als denn unsere Pflanzen oder so. Das heißt, da ist schon, da müssen wir schon aufpassen. Deshalb ist es ganz gut, dass wir uns halt auf Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner beschränken, weil da kommen halt auch sehr viel mehr Rassen dann zustande. Machen wir, nehmen wir mal das Auto und fahren wir mal zu Rainer, gucken wir mal, was der so fabriziert. Und da müssen wir halt auch aufpassen, dass die Ställe nicht zu viele Tiere anzeigen, weil das halt extremst auf die Performance geht. Wo bist du gerade? Feld 12. Das ist die Mittelhauptstraße, ne? Irgendwo von der Mittelhauptstraße komme ich rein, gut. Ist an der BGA da unten. Apropos, ist Bavarian Redneck noch da? Ich habe mal eine Frage an den guten Mann. Ja, DCP, hau rein. Versteck du mal deine Sachen im Boden. Ich garantiere dir, die findest du Ende des Jahres wieder. Dann haben die sich magically vermehrt. Ich weiß nicht, ob Bavarian Redneck noch da ist. Der Autowagen Nummer 2. Kontrollgruppe Ostsee. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Wenn dann demnächst in den Möhrchen geht und. Ach, ist das schön. Und in die Luzerne. Ach so. Wegen Roggen wurde ich ja öfter gefragt, ne? Wegen dem Grünschnittroggen. Also wir haben von DSV den Bonfire. Das ist ein Grünschnittroggen. Den werden wir wegen dem Spiel aufgrund von Spieleigenschaften als Zweinutzungsroggen nutzen. Normalerweise ist der nicht dafür da, dass der auch noch gedroschen wird. Aber ich glaube, wir werden keine zwei Roggensorten einbauen, sondern dass du den halt als Grünschnittroggen nutzen kannst. Und wenn du den halt dreschen willst, dass du den auch dreschen kannst, weil durch das neue Wachstumssystem und alles können wir da ein paar Sachen drehen. Also das heißt, es ist dann nicht so hundertprozentig realistisch, weil, yo, keiner weiß direkt, was Sache ist. Oder? Ich glaube schon, ja. Sekunde. Einmal aufwischen an Kasse 3, bitte. Immer noch froh, dass es
nicht die 2 Liter Flasche war. Eieiei. Sind alle da? Hallo? Hallo? Oh, ich dachte, ich hätte den Stecker rausgezogen, das war Schreck. Ja, erfolgreich. Erfolgreich, oh, ist sogar noch was drin. Okay. Wasser, sehr gut. Ist da ein Beifahrer drin in dem Teil? Ja, ich kann auf den Beifahrersitz wechseln. Ja, warte, dann komme ich mal. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ob sie ihn sogar, wenn ich ihn mehr. Ah, ich sehe dich. Wenn ich in Perspektive bin. Eine wunderschöne Kappe hast du da an. Mhm. Ein wunderschönes Teil hast du da an. Wollen wir mal gucken, wie realistisch er hier fährt. Der hat gerade keine Zeit, der nimmt wieder mal Maß beim Bull. Ja, so rein anatomisch musst du echt eine totale Schreckensgestalt sein, ne? Normalerweise, wenn man was ein Ovales kennt, dann bleibt das so. Wenn das bei dir sich jeden Tag verformt, würde ich mir Gedanken machen, Robert. Und um den kleinen Running Gag nochmal aufzuheben, aufzunehmen, das hier ist der Rübenmais. Den gibt es zweimal. Einmal hier und einmal irgendwo da hinten auf dem Feld. Auf der anderen Straßenseite, ja. Da hat der Lohner Mist gebaut. Nicht einmal, nicht zweimal. Nein! 3 is the charm. Aber dann kann ich jetzt ja wenigstens mal gucken, wie hier der Ertrag ist. Aber der ist auch gar nicht so hoch, ne? Ne, hier unten nicht. Oben war gerade knatschgrün. An der Vorgewende. 75 Tonnen der Hektar. Ich glaube, da hatte ich... Mal gucken, ob der Mais jetzt mehr gibt. Also oben war er gerade bei 85 oder so. Ja, das ist schon amtlich. Boah, Alter. Ich fast die zweite umgeworfen. Ich glaube, wenn die vom Tisch auf den Boden fällt, ist das egal, dass die noch zu ist. Dann ist die da nicht mehr lange. Hier bleibt alles so, wie es ist, ob du hier bist oder nicht. Das ist Relight. Das kann Björn kann dir dazu sagen. Das kriegst du doch, glaube ich, zum Download, ne? Ja, das gibt's auch als Mod quasi zum in den Mod-Ordner schmeißen. Also einmal für eine Karte einzubauen und dann als Zip in den Ordner, oder wie? Mhm. Also wie das dann funktioniert, weiß ich nicht. Also ob das gleiche Licht dann macht. Ne? Also Björn hat ja die XMLs verbaut und in der Karte das auch angepasst und so. Wir fahren aber lange rückwärts. Ja, gedreht kriegst du den da oben nicht. Hast du nicht, wenn du auf Wendefahrt schaltest, kannst du ihn doch nee, machen. Nee, wenn ich das Vorgewende fertig habe, dann geht das. Aber sonst kommst du da oben in der Ecke nicht rum mit dem Ding. Also der hat so breite Reifen, da kannst du auch in die Reihen fahren. Machen die bei uns auch immer. Die Rüben sind dann zwar fott, aber... Jo, einfach mal Relight FS22 googeln. Aktuell war zuletzt 1.3, meine ich. Ah, das gefällt mir aber. Seht ihr, so einfach ist das. Man lernt es einfach total schnell. Da muss ich nur dran denken, wer ist der richtige Weizen? Ja. Also du bist ein unterequippter Streamer. Ja, unterequippt bin ich eh.
Elgato hat auch noch irgendwie keine Sponsor-Anfrage gestellt oder so. Ich könnte unwahrscheinlich gut das, die Capture Card gebrauchen, die 4K 60 FPS und ein Stream Deck. Hätte ich nichts gegen. Und weil das geiler Scheiß ist, würde ich sogar sagen, Leute, das lohnt sich, das ist gut. Aber ich krieg's ja nicht. Also kauf den Scheiß bloß nicht. Nee, ich wäre da tatsächlich offen für. Das wäre, was haben wir gestern noch das Thema. Aber bei da würde ich wirklich sagen, da das würde ich nehmen. Oh, hier sind nur 64 Tonnen. Ja, warte mal ab, wenn du jetzt gleich in den Mais kommst, wie die Maiskolben zählen. Oder willst du die noch separat häckseln? Stimmt, hier stand ja so relativ viel so auf dem einen Fleck hier oben. Ja, weil das wegen der Kurvenfahrt da so. Mich dünkt, mir geht ein Kolben zwischen die Beine durch. Es kratzt ein wenig. Na ja, gut, also hier brauchst du keine Karre zum Abfahren oder so. Nee, das ist das andere Feld dann später. Ich hatte jetzt nur keine Lust, schon wieder zu schwadern und Ballen zu pressen. Ich hab gedacht, mach so ein bisschen was anderes. Ich finde das aber gut, dass sie hier den Star Trek-Modus haben. Hm? Naja, beam me up, Scotty. Bis später. Jo. Ja, da hat einer aufgepasst. Der Boss, die kennt ihn, den berühmten Rübenmais, genau. Da hat er aufgepasst. Ja, der ist in der ganzen Nachbarschaft bekannt. Ja, der ist, ich glaube, hier oben. Wer das noch nicht kennt, war noch nicht in Schleswig-Holstein. So, dann fahren wir mal mit der Gurke wieder nach Hause. Da müssen wir auch mal das Kleegras jetzt mal vom Acker holen. Dass die Futtermittel, also hier Kleegras und sowas, was ihr frisch mähen könnt zum Anfüttern, das wird auch wieder wie eine Mischung, wie eine Ration funktionieren, also mehrere Style auffüllen. Auch das Grazing wird nachher, also nicht nur die 4 Slider, sondern natürlich viel, viel mehr von den Slidern auffüllen. Aber orientiert an der Realität, das heißt, was ihr bei den Milchkühen an Ausgleichsfutter beifüttern müsst, diese Slider wird es natürlich nicht füllen. Ne? Also ein Mineralleckstein oder ein Salzleckstein oder so, das muss dann schon sein, um 100% zu bekommen. Das Gute ist aber, wenn ihr 100% habt, könnt ihr, wenn ihr halt der absolute Milchviehzüchter Hochleistungsbetrieb sein wollt, könnt ihr durch Special Futter noch einen Bonus euch erarbeiten. Das heißt, wenn ihr ein gewisses Futter über einen gewissen Zeitraum zufüttert, steigt die Milchleistung nochmal an und ihr habt nachher nochmal 10-15% Bonus obendrauf. Das finde ich halt total geil. Und das gleiche wird es auch nachher beim Mastvieh geben. Das heißt, wenn ihr besonders qualitativ hochwertiges Fleisch produziert, werdet ihr dafür auch einen besseren Verkaufserlös erzielen, als wenn ihr nur ganz normal die regulären 100% macht. Und das finde ich mega geil. Das heißt, du kannst entweder der Hempel vom Dienst sein und schaffst es nicht voll zu machen und hast halt Abzüge, oder du machst es richtig und hast 100%, oder du machst es halt extremst und hast dann richtig einen richtigen Bonus davon. Das heißt, wie ihr euren Betrieb führt, macht dann wirklich den Unterschied aus im Betriebsergebnis. Und das finde ich halt mega, mega geil. Rübenmais, neue Fruchtart von Terra Life. Ja, lieber Nightcloak, da hast du dann aber eben nicht gut zugehört, Hasi. Die Holzer-Map wird diese Feature haben, dass du Bio machen kannst
dass du Heumilch machen kannst. Da gibt es mehrere Optionen. Ob das jetzt unbedingt auf jeder Karte so sein wird, das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das wird es geben, dass du auch Bio machen kannst. Or, as the British say, organic. Und dann kommt halt wieder der Punkt, wo dann die Leute mich wieder hassen werden, wenn ich sage, ja, frisches Kleegras und Kleesilage und Luzerne für Schweine ist ein gutes Futter. Wenn es dann wieder, habe ich noch nie gehört, also habe ich ja gepostet, ne? Da könnt ihr es ja nochmal sehen. Wenn du halt deine Tiere langsam mästest und gesünder mästest, dann wirst du da auch mit Sicherheit einen Bonus von haben. Es sei denn, es ist so wie im Real Life, dass die Leute immer nur schreien, ich will Bio, und dann doch bei Aldi konventionell einkaufen gehen. Dann hast du natürlich Pech. Das weiß ich noch nicht genau, wie Achim da das Wirtschaftssystem berechnet, aber wenn wir dieses Pseudo-Gehabe der Leute noch integrieren können, das wäre natürlich der Knaller. Aber ich glaube, dann kriegt Robert die Krise, wenn er dann noch 5000 Zeilen mehr machen muss für die Leute, die nur reden und nicht machen. Ja, wir wollen Landwirtschaft, wir wollen Natur, aber bitte nicht bei mir, in meinem Steingarten. Also check das Spiel, ob ich Herbizid auf meine Getreide für Schrott gespült habe. Wie das ablaufen wird, das sage ich dir noch nicht, weil wir das selber noch nicht zu 100% safe haben. Poppt der Great Demand auf im Verkaufspunkt für Biomilch und nach 10 Litern ist die Annahme zu. Ja, so in etwa. so in etwa. Ah, warte mal hier. Es kommt, weißt du, du musst aber auch bedenken, es kommt auch ein bisschen drauf an. Das sind natürlich alles Sachen, die müssen synchronisiert werden, auch im Multiplayer. Und das sind Sachen, die jetzt mit der Basis nichts zu tun haben. Das heißt, wir machen erstmal die Basis und dann gucken wir halt, für wie viel wir dann noch Luft nach oben haben. Wie gesagt, es hört ja mit diesem LS nicht auf. Ne? Also es geht ja auch noch weiter. Also mal gucken, ob ich hier weit genug reinkomme. Nope. Also ich weiß, wem das Bio und Organic auf keinen Fall gefallen wird. Die haben so grüne Fahrzeuge mit gelben Felgen und sind total auf auf Spritzen aus. Kleegras frisch. Sollt ihr haben, meine lieben Jungs. Freut euch, ihr werdet gut gemästet, aber langsam. Mit Bio wird die Welt verhungern und mit... Oh, wo kommt der Bulle denn her? Alter Falter! Er hat DMI so grundsätzlich Probleme mit seinen Nuff-Mashes, oder? Muss der Stall ja auch noch raus. Ach nee, nicht schon wieder um. Guck mal hier, wenn du im Stream guckst, da liegt ein Bulle rechts vom Futtertisch. Das ist ja noch nicht mal das Gebäude mehr fast. Junge, du stehst auf der falschen Seite. Alter Falter. Der Niederlandse Rennsemmel, du. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Das ist schon mal Jod. Jetzt muss ich gerade überlegen. Für Dienstag müssen wir vorbereiten, dass wir den Mais machen. Da kann jemand meckern, die hätten so wenig Auslauf. Stimmt, Felix, moin. Der Rainer ist da unten dran. Ach so, wir haben ja da oben. Wir könnten ja da oben, da wo jetzt die Rüben waren, obwohl das lassen wir eigentlich. Ach, die Rüben müssen ja auch noch da oben weggeholt werden. Ja, ich dachte aber, das machen wir ja, wenn ich dann und so. Ja. Aber ich, ja gut. Kommt Abfahrgemeinschaft. Wir haben ja noch nicht Mitte Oktober. Das heißt, es ist noch keine Zeit zum Weizen säen. Von daher muss das ja dann auch
Ui. Muss das ja dann auch passen. Ja, oder ich sehe halt den Weizen schon mal in die Fläche und vorgewenden dann später unten. Aber das müssen wir dann auch noch wegfahren. Das heißt, du machst jetzt deine ganzen Rüben aus? Ja, gut, erstmal anfangen, weil wenn wir dann Dienstag Mais fahren und so, dann muss ich erstmal was anderes machen. Und Grassilage habe ich auch noch liegen. Weil du hast mehr Rüben als ich hatte. Und ich habe beim Blub, sein, ja. Beim Blub habe ich ja ganz viele Rüben verloren. Das ist richtig. Also das heißt, da liegt ja eh gar nicht mehr so viel da oben. Achim, jawohl, es läuft alles. Es läuft alles wunderbar. Achso, ich wollte ja hier oben säen, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Jetzt fällt es mir wieder auf die Schuppen von den Haaren. Jetzt muss ich mir überlegen, was wollte ich da säen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich überlegen. Hier habe ich gesät. Oh. Da habe ich Tritikale gesät, ne? Und den Dinkel wollten wir machen. Genau, ich stehe mit Dinkel da oben. Das heißt, wir gehen mal hier. Erstmal gucken, ob alle Schläuche dran sind. Alles dran. Wir gehen mal hier an die Dinkelmaschine. Dinkel ist ja schon drin. Kann ich den Shop haben? Mhm. Wie ist das? Über Shop kaufen, spawnen lassen? Ah ne, komm, ich geh's im Shop holen, weil da liegt, glaube ich, eh noch eine Palette von mir. Müsste zurückgesetzt sein. Mhm. Gehen wir mal. Haben wir hier alles richtig stehen, oder? Jo. Hat Sam auf seinem Hof eigentlich auch Ackerbau? Ja, hat er. Hat er. Deshalb hat er sich ja jetzt den 716er Vario geholt, der im Feld doch ein bisschen mehr leistet als dann der Unimog. Hast du ihn noch nie säen sehen? Puh. Ich glaube, als er gesät hat, war er nicht am Streamen. Da hat er nur mitgespielt, glaube ich. Aber hier die Truller mit ihrem Auto, ne? Irgendwann fahre ich mir auch noch den Raps kaputt. Hey, wir sind wieder bei den alten Ägyptern. Ich sehe Hieroglyphen und weiß nicht, was sie heißen. Wir sind zurück zur Keilschrift. Der Mieke von Graf, hi. Oder ist hier jemand geradet? Nee. Du bist alleine gekommen, ne? Ja, ich habe schon gleich einen Raid verpasst hier. So, fahren wir mal schnell zum Händler. Uns jedet Jod. Uns jedet Jod. Den Verkehr hier not so much. Alter, ey. Oh ja, Körnermais muss ich auch noch dreschen. Oh no. Oder soll ich den erst dreschen, bevor ich das... Ich hole mal Saatgut und dann, glaube ich, könnte es dann jetzt sogar hier... noch ein bisschen Mais dresche. Weil ich glaube, Sam hat ja Silo-Mais auf jeden Fall genug. Ist nur die Frage, ob ich davon direkt CCM mache oder... Ach so, Bruchmais bekommen wir auch noch. Den müssen wir auch noch haben. So viel zum Thema Säcke und so, ne?
Tüdelü. Wir müssen nach Döne. Richtig? Der Händler war in Döne, ne? Nee, der war in Schier. Döne ist ein weiter, wo Sams Hof ist. Ah, Sam ist in Döne. Okay. Das ist das Schöne jetzt hier, dass man auch Grasreste im Moment liegen lassen kann. Gut, die verrotten noch nicht, aber immerhin mit dem Mulchen und so kriegst du die dann weg. Oh, wo ist die Palette Dinkel hin? Hä? Hier stand doch noch eine kleine Restpalette Dinkel. Ich war nicht gewesen. So, gucken wir. Die Dinkel ist die Getreide. Die Getreide ist die trisikale Dinkel-Saatgut. Wir striegeln unsere Wiesen im NS nach jedem Schnitt, dann sind die Grasreste weg. Ja, nee, es geht jetzt tatsächlich darum, ich hatte das eben gezeigt mit den zusätzlichen Funktionen von Mulcher, Striegel und so weiter und den Wachstumsstufen, dass das jetzt halt ein bisschen mehr Freude macht, weißt du? Weil du halt auch dieses chopped Gras ja dann auch darunter hast und so. Kann ich eigentlich den Stream dunkler stellen? Oder macht der Monitor dunkler? Asi. Oder macht die Augen zu. Dann wird es auch dunkler. Partiell zumindest. Dann wird es auf jeden Fall... dunkler. Jetzt habe ich es gefunden. And his name is John C. Ah, boah, das hat nicht die Leute mit Kopfhörer hören, denen sind jetzt die Ohren weggeflogen. And his name is John Cena! Augen zu ist ein Podcast, genau. Mann, sorry. Ich habe jetzt so lange dran gesucht. War dezent laut. Ja, Schissel, tut mir leid. Das hat. Schissel! Für die Leute, die dezent im Lurk in irgendeiner Vorlesung irgendwie was davon hören oder so. Moin, Alter, grüß dich. Aber es ist, glaube ich, nicht so laut wie du, als du letztens da so extrem laut warst und so einen langen Satz gesprochen hast und ich dich unterbrechen wollte. Boah, das war auch krass. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich nach den Rüben Mais sehe? Was mache ich denn da an Bodenbearbeitung? Nach den Rüben Mais würde ich nicht machen. Weizen. Also da es ja trocken ist, kannst du eigentlich tief grubbern und das war's. Also du kannst mit dem Grubber fahren und sofort hinterher säen. Das ist überhaupt kein Problem. Zieh ich einmal mit dem Kerner hier durch und dann kommt der Drill. Und wenn es jetzt richtig trocken war und der wirklich nichts versuscht hat, dann kannst du auch flach sogar grubbern. Diese komische Hupe gestern bei Sam hat mich komplett aus dem Leben geballert. Ja, das ist nur, wir haben die auch im Discord gehört, aber das hier hört Rainer jetzt nicht. Das heißt, der kriegt das gar nicht mit. Nee, ich kann sagen, Sams Gedönse hier habe ich auch im Discord gehört. Auch hier dieses kritische Fehler von Windows-Geräusch, was der da hat. Ja. Ich arbeite noch dran, dass ich damit Rainer auch noch beglücken werde. Ich werde mir da ein paar schöne Sachen raussuchen. Und dann aber nicht mehr so laut. Also mir. Ich kann euch beruhigen, mir ist auch gerade das Trommelfell weggeflogen. Weil ich habe Studio-Kopfhörer auf und ihr könnt euch vorstellen, ist der Sound. Du brauchst Sound? Ja, wie viel Sound? Ja. Weil
Was ist denn hier los? Ach so, die ist schon... Ah, die Sonnenblumen sind schon... Ah, okay. Die ist auch schon versetzt worden. Jetzt ist auch schon in Winterruhe. So sieht halt die, die Mais Pro im Winter aus. Ne? Also die Einjährigen und so, die sind dann auch abgestorben. Und, die fängt halt auch teilweise im Frühjahr wieder an zu wachsen. Tobias Bade, hallo, grüß dich. Also auch da wird einiges an Abwechslung sein. Achso, hier die Wiese, die muss er noch nur noch einfahren. Ich glaube, es sind noch zwei Wiesen, weil du eben fragst. Ich glaube, zwei Wiesen hat Sam noch zu fahren. Das am Hof hat er gestern noch. Und ich war tatsächlich gestern den ganzen Stream auf dem Fahrsilo. Möchte ich nur mal so lobend erwähnen, ne? Also. Aber gar nicht mal so schlecht. Ich meine, dadurch, dass ich sehr viel Zeit hatte, hatte ich halt sehr viel Zeit, ne? Und die breiten Reifen des Radladers, obwohl der mit Wasser befüllt ist, ne? Weil das Skript haben wir natürlich noch drauf. Es zog sich ein wenig, das zu verdichten. Und dann hat Sam nicht mitgekriegt, dass der Ladewagen noch nicht leer war. Er hörte halt auf auszukippen beim Vorfahren. Rate mal, was passiert ist. Das hat ein Häufchen vom Silo gemacht. Genau, er war, als er aufhörte, war er über der Tippkolli. Da kam natürlich nichts raus. Und dann war auf einmal der Ladewagen weg. Also ich dachte so, das kannst du jetzt aber reinschaufeln. Oder mit dem Ladewagen drüber fahren und nochmal reinholen. Wow, hier ist aber hell gekalkt, ey. Wow. Ja, Helge hat gekalkt? Aha, Helge hat gekalkt hier. Jede Menge Kalk auf der... Es gibt Kalk. Gibt es auch Zwischenfruchtmischungen, die nicht winterfest sind? Ja. Die sind ja sowieso immer nur teilweise winterfest, ne? Aber wir haben, oder wir werden auch welche haben, die komplett abfrieren im Winter. Also Senf zum Beispiel. Aber wir werden bei den Mischungen auch welche machen, die du wirklich, die komplett abfrieren. Und wir werden auch Zwischenfrüchte haben, die du mit den Ziegen abweiden kannst. Und oder so verfüttern kannst oder silieren kannst. Da achten wir schon drauf, dass du wirklich... also wir haben halt festgestellt, Leute kommen schlecht damit zurecht, wenn sie viele Optionen haben. Viele wollen immer viele Optionen haben, aber dann sind sie so viele. Ja, musst du mal gucken, auf wie hell du deinen Monitor stehen hast. Wenn du den natürlich auf, keine Ahnung, 100% Brightness hast, dann ist das a little bit too much. Aber dann wachsen die Hanfpflanzen wenigstens hinter deinem Monitor noch gut, wenn das so strahlt, ne? So, jetzt müssen wir hier mal schauen. Jetzt kommt wieder das übliche Problem. Ich habe ja die Spur gemacht, aber die Spur ist wahrscheinlich... Die Viecher fressen ja die Map blank, ja so in etwa. Jetzt gucken wir mal gerade, was hier für ein lustiges Pläsierchen entsteht, wenn wir hier die vorhandene Spur... nehmen. Das ist die 18. Und die 18 war auf 18 Drusch. Müsste auch 12 Meter. Ne, war nicht 12 Meter. Okay, aber Linien mal gerade an. Wenn wir jetzt auf nicht manuell, sondern Auto stellen. Und dann müssten wir das hier ja rüberfahren können. Dann müssten wir eigentlich gut sein.
Sollte eigentlich passen. Gucken wir mal, was so passiert. Spur 1, ja, das passt soweit. Das ist schon mal gut. Das passt schon. Also das gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. So, wir sehen jetzt aber erstmal außen rum. Ja, das Lighting macht ohnehin sehr, sehr viel aus, ne? Und dann gibt es halt auch immer noch die persönlichen Präferenzen. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie hast du dann deinen Monitor eingestellt und sowas alles, ne? Das sind halt wirklich viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und ich sag mal, jeder sollte sich einfach so einstellen, wie er es gerne mag. Und wenn dir das Licht nicht gefällt auf einer Karte, kannst du halt mittlerweile so viel machen, das ist halt wirklich schön. So, das war Spurenreißer, war genau der. Dann müssen wir bei den Außen, weil das kriege ich glaube ich nicht auf die Kette da. Oder? Aber dann wird mit Chat lesen nichts, wenn ich hier drauf achten muss. Also im Real Life würde ich jetzt nicht mit meiner Freundin telefonieren oder das Handy in der Hand haben. Oh, liebe Grüße gehen raus an Susanne, die gesagt hat, dass sie heute nicht da ist. Ich hoffe, ich war heute total anständig. Wie ich im LS22 Gruber bleibt die Textur gleich. Ja, ja, nee, wird bei uns anders sein. Wir haben im Moment einige neue Texturen. Wir nutzen aber im Moment nur eine, die auch noch Alpha ist, nur um zu gucken, ob wir die neuen Faden und so hinkriegen. Da darf sich auch noch ein bisschen was freuen. Das wird noch ziemlich schön werden. Ziemlich abwechslungsreich werden vor allem auch. Dass es halt auch natürlich dargestellt wird, ne? Und wir fuschen ja gerade ein bisschen, wir machen ja gerade hier aus der Sämaschine mehr als sie eigentlich ist, weil die hat eigentlich nicht so starke Sähschare, dass du mit der direkt Saat machen kannst, aber wir machen das jetzt einfach mal, weil ich hier das Feld auch noch auf 36 Meter Spur bzw. Fahrgasse fahren möchte, dass ich drei Felder habe, die ich mit 36 Meter Gestänge dann anfahren kann. Die anderen machen wir wieder auf 18 Meter. Wo ich dann entweder mit der Lemken oder mit der Novak dann halt schön fahren kann, dass ich immer drei Fahrten für eine Spritzenbreite habe. Aber das hier ist jetzt einfach mal, um mal einen Schnelltest zu machen. Wie lange geht der Stream heute? Boah, ich glaube nicht so super lang. Also ich weiß nicht, wie willig Rainer heute ist. Also allzu lange werde ich nicht mehr machen, weil ich habe nämlich Sprung aus. Ja, genau das ist bei mir auch der Punkt. Ich habe auch extremen Hunger. Und das ist gerade so ein bisschen ein Faktor, wo ich sage, Spaß haben beim Streamen oder einen vollen Magen. Ich muss tendenziell sagen, da Essen Liebe ist, geht bei mir der Magen immer vor. Ich wollte aber hier so
wenigstens die drei Runden fahren. Ich würde mal sagen, vielleicht so, dass wir so um 9. Ja, ja, hatte ich auch so im anvisiert. Hier gerade einen Durchbruch gemacht ist ins Rübenfeld. Wendefahrt, ja, Wendefahrt ist gut. Ach, guck mal, auf einmal hat er doch Wendekreis. Ja, mit Wendefahrt geht das, also. Jetzt bin ich schon jetzt habe ich mich GPS eingestellt. I see trees of green. Gucken, ob der GPS mit dem Untergang klarkommt. Wie? Susanne, du bist ja da. Hallo. Meine platonische Liebe des Lebens. Nein, meine platonische Liebe meines Lebens. Die Frau, die dafür sorgt, ohne dass wir uns kennen, dass ich total anständig bin. Und treu und lieb und alles. Und totalen Schmacht auf Pudding habe. Ich weiß schon, was ich für morgen einkaufen werde. Pudding ist lecker. Nee, so gut. Ich mochte dich als Kind schon nicht. Okay. So gekochten Pudding. Ja, nee. Würfel, ja moin. Allein bin ich ja schon dran dick, wenn da Haut drauf ist. Oh. Ich mag auch keinen warmen Kakao. Oh. Also so richtig, richtig leckerer, frisch gekochter, warmer Pudding. Dr. Edgar. GPS mit Hundegang funktioniert ja. Das ist ja cool. Ja. Dr. Edgar mit schön Eigelb und Eischnee eingerührt und so. Boah, das ist, boah. Boah. Nochmal schnell Kontrolle. Okay, das ist gut. Nee, das ist schon... Tatsächlich mag ich auf gekochtem Schokopudding die Haut lieber als auf Vanillepudding. Aber das ist doch gerade das Schöne, weißt du, wenn Mama den Pudding gekocht hat und hat ihn dann in den Kühlschrank gestellt und nein, den kannst du noch nicht essen, dann konntest du die Haut so aufschneiden, ne, wenn das so langsam angefangen hat abzuziehen, konntest du die Haut aufschneiden, darunter einen Löffel wegnehmen und die Haut wieder drüber legen. Ist trotzdem immer aufgefallen, aber es war trotzdem echt nicht schlecht. Wenn wir in der Ausbildung Pudding gekocht haben und der hatte Haut, da haben wir einen Anschiss für gekriegt. Okay. Ja, aber wenn du den frisch kochst und du machst dann direkt Folie, direkt Frischhaltefolie, direkt oben auf die Oberfläche, zieht der keine Haut. Aha. Und wenn wir das nicht richtig gemacht haben, dann gab es Ärger. Ja, komisches Volk, wo ihr da seid in der Ausbildung. Holzstämme transportieren. Oh, du weißt, ich habe viele Fetische, aber Holztransport ist not one of them. So, das. Jetzt müssen wir den hier wieder auf Automatik stellen. Dann müsste er sich ja gleich als Spürskens schnappen. Ich muss sagen, so gefühlt 80% mehr Hunger habe ich jetzt, als du den eben erwähntest. Es wird ja auch über Pudding diskutiert. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich jede Menge Rosenkohl machen. Rosenkohl mit Schinken schön in der Pfanne. Oh. Habe ich irgendwie Bock drauf. Also so richtig. Also ich meine wirklich, wirklich jetzt so richtig Bock drauf. So, jetzt müssen wir hier das aber auf manuell stellen, damit der hier die Dinger behält. Und dann fangen wir hier mal, drehen wir uns hier mal schön rein. Uiuiuiui. Oh, da habe ich mich jetzt aber verschätzt. 12 Meter sind halt doch ein bisschen breiter, ne? Nie im Leben, lieber Peter.
sind das 12 Meter. Manuel hat es ja aber auch nicht leicht. Ja, der Manuel macht bei mir ganz viele Sachen. Der macht bei mir ganz viele Sachen. Richtig viele Sachen. Vor allem füttert der auch Manuel immer, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Doch, Manuel, hast du. Ach nee, ist das herrlich. Jetzt so ein Döner auf der Hand wäre auch nicht schlecht. Hatte ich gestern Abend tatsächlich. Aber ich habe wirklich festgestellt, ne, ja, Akin meint es mit dem Dönerteller wirklich zu gut. Ne? Der Dönerteller hat 9 Euro gekostet. Und ich habe vielleicht die Hälfte davon geschafft. Wir waren gestern Abend so ein bisschen geflasht. Wir hatten Döner bestellt. Und die hatten irgendwie eine Dreiviertelstunde bis Stunde Lieferzeit angegeben. Ja, klar, Samstagabend und so. Ne? Nach einer Viertelstunde klingelt das. Wow. Und dachte ich, oh, aber seid ihr hingeflogen oder was? Ist die Lemken auch als Direktsämaschine im Spiel gelistet? Nein, habe ich eben schon gesagt. Ich habe die hier nur aus Testzwecken sozusagen dazu gemacht. Die wäre keine Direktsämaschine. Aber ich habe keine 12. Also ich könnte die Horsch nehmen, die dann halt aber nicht im. Also die wäre durch die Grubberzinken ja auch keine No-Till. Wäre aber dann realistischer, weil die halt vorher aufreißt. Aber sagen wir einfach mal hier, wir haben hier extreme Gussscheibenschare dran, die gut durchschneiden. Es geht ja nachher, mit der 6 Meter Lemken und der Novak ein bisschen weiter mit dem Säen. Wie gesagt, das ist hier für das Feld, für die 36 Meter Fahrgassen zu haben und um zu testen, ob das mit der Erkennung gut geht und so. Dafür ist das im Moment. Die Sämaschine hier braucht eigentlich eine Saatbeetvorbereitung. Also da kannst du nur in gut gelockertes Saatbeet oder in vernünftiges Saatbeet oder gut gelockerten Boden reinsäen. Das hatte ich mit Sam schon diskutiert, so wie das aktuell läuft, geht es nicht vom Skript her. Deshalb suche ich Alternativen für den Holztransport. Ah, okay. Nein, habe ich den Spureinreißer vergessen oder was? Hier an der Seite hoch. Das ist aber fatal. Fatal, fatal. Ach nee, da hinten ist er doch. Gut. Der ist hier nicht auf den Boden gekommen. Der ist hier nicht auf den Boden gekommen. So, wenn wir die nämlich außenrum haben, dann brauchen wir den Spuranreißer nämlich und dann können wir schön mit GPS fahren. Dann geht das alles juckt. So viel Dinkel wollte ich eigentlich gar nicht machen, wie jetzt hier auf dem... Irgendwie könnte man alles anders, als man denkt. Du weißt ja, Achim, ne, auf der Holzer kriegst du dann Kettensägenverbot. Nee, andersrum. Kriegst eine Handsäge, kriegst ein Harvesterverbot. Es gibt nie zu viel Dinkel. Ja, nee, aber für hier, für... Ich brauche den Dinkel ja fast nirgendwo. In der Fütterung, das heißt... oder noch nicht. Das heißt halt im Moment einfach...
Ich nehme das Lichtschwert aus dem Matter. Das heißt, ich wollte eigentlich Sachen anbauen, die in erster Linie für mich da sind, dass ich die Fütterung dann noch testen kann. Und das hier ist ja ein Feld, das hätte ich ja durchaus sehr verelfen können. Ich hätte dann zwar keine Fahrgasten gehabt, aber... Und der Dinkel wäre dann eher was für ein kleineres Feld. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ohnehin schon zu wenig Felder. Von der Anzahl her, nicht von der Größe her, ne, sondern von der Anzahl her. Um vieles durchzutesten. Da bin ich ganz froh, dass Rainer dann auch noch ein paar Sachen macht. Leider kloppen wir uns wahrscheinlich beide um die Lupine. Ja, also ich habe die auf jeden Fall in der Fruchtfolge. Müssen wir mal gucken, dass wir dann bis dass wir die aussehen und ernten, dass wir bis dahin die Texturen haben. Oh, das ist jetzt gerade total cool. Sowas liebe ich ja, ne? Wenn du da, wo normalerweise der Spurenreißer ist, auf der Scheibe einen Streifen hast und fährst nach dem Streifen auf der Scheibe und denkst, warum fährst du krumm? Real life im LS. Oh Mann. Hier unten wieder das, dann darf der Manuel wieder gehen, dann kommt wieder die Antonia. Und dann sind wir hier doch schon mal ganz gut aufgestellt, da können wir hier doch schon mal, können wir hier doch richtig Jas geben, der Bratzenpeter. Oh, wie Sie sehen, sehen Sie nicht, so müssen einsetzen, hier. Auf und davon. So, liebe Leute, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal langsam Schluss. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Abonnieren. Däumchen geht hier nicht, aber ne, Abo nicht vergessen. Like nicht vergessen. Däumchen kann man später auf YouTube da lassen, genau, wenn das Video hochgeladen wird. Genau, lasst auch ein Follow auf YouTube da, ein Däumchen da. Kommentiert auch gerne mal, erzählt mal ein bisschen was. Macht mal was für den schönen Algorithmus. Wie gesagt, vielen lieben Dank für euren Support und dass ihr fleißig Alien Paul als Promocode nutzt, dass wir den Silberpartner da noch irgendwie hinkriegen. Über Trinkgelder freuen wir uns natürlich auch immer sehr gerne, gerade im Antrag der kommenden FarmCon, wo wir das natürlich auch direkt persönlich machen können. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch irgendwen schnell raiden können und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen gegebenenfalls bei unserem lieben Achimobil wieder. Ja komm, wir hauen hier nochmal beim Österreicher rein, bei meinem lieben Dommi. Vielleicht geht er diesmal nicht gerade auf, wenn wir rüberkommen. Ja, genau. Versuchen wir jetzt mal unser Glück. Vielleicht mache ich es diesmal auch richtig mit dem Raid. Ach Mist, ich hätte doch... Denk dran, lasst ein Hashtag Freibier für Paul da. Und dann gehen wir jetzt mal raiden, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.